Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vorlesung. Ähm Letztes Jahr fand das Ganze am 6.12. statt und da habe ich hier einen Teil der Vorlesung mit Weihnachtsmannmütze gehalten. Darauf müssen Sie leider jetzt verzichten. Ja, ich weiß. Aber als kleines Trostpflaster kann ich Sie ja mal darauf hinweisen, ähm, als Veranstaltungshinweis, so Sie denn Interesse haben, was ich hoffe, dass Sie tun, dann können Sie nächsten Donnerstag, ich lege die Folie nächste Woche logischerweise auch nochmal auf, dann können Sie nächsten Donnerstag zur Weihnachtsvorlesung des Politik-Mentoring-Teams gehen. Ähm, Warum ich das auflege, ist natürlich, dass ich unter anderem das Privileg habe, da auch ein bisschen was erzählen zu können. Und ich werde versuchen, Ihnen eine ganz kleine Vorlesung zu geben zum Thema kleine Geschenke erhalten die Völkerfreundschaft. Äh, also wir werden uns gemeinsam ein bisschen Gedanken machen, was für eine Rolle denn Geschenke spielen in der internationalen Diplomatie. Ähm, wenn Sie sowas interessiert, äh, mein Kollege äh, Andreas Busch äh, macht äh, auch noch einen Teil der Vorlesung. Und es gibt Glühwein. Ja, ich kenne doch mein Zielpublikum. <laughs> Gut, also wir würden uns freuen, wenn Sie nächsten Donnerstag hierher kommen. 18 Uhr ZHG 105. So, und jetzt fangen wir tatsächlich mal richtig an. Also zum nächsten Mal, wie ich das ja immer mache, am Anfang so ein bisschen, ähm, am Anfang so ein bisschen Wiederholung. Am Anfang so ein bisschen Wiederholung. Sie wissen, letztes Mal haben wir die erste Theorie angeschaut, die jetzt im Gegensatz zu Neorealismus und Institutionalismus tatsächlich mal in die Staaten hineinschaut, nämlich den Liberalismus. Und die, Sie erinnern sich, die, die Kernaussage des Liberalismus war, dass Außenpolitik immer determiniert ist von Innenpolitik. Das ist das auf eine, auf eine kurze Formel zusammengebracht. Und die Theorie zeigte uns auch, dass die außenpolitischen Präferenzen eines Staats nicht statisch sind. Die sind nicht statisch, einmal die variieren über Staaten hinweg und die sind auch nicht statisch, weil die innerhalb eines Staates variieren können und zwar sowohl über Zeit, wenn sich was an den innerstaatlichen Machtverhältnissen ändert, oder auch ähm, über Sachgebiete hinweg. Das heißt, Deutschland kann eine andere Außenpolitik machen in ökonomischer Hinsicht als in Hinsicht auf zum Beispiel internationale Umweltabkommen. Ja? Das ist das Gute, was uns der Liberalismus liefert. Das heißt, ein differenzierteres Bild dessen, wie Außenpolitik entsteht. Und ähm, internationale Politikergebnisse enden, äh, sind konflikthaft oder kooperativ, abhängig davon, äh, welche, wie kompatibel die Interessen der, Interessen der dominanten Interessengruppen in den Staaten sind. Das heißt also, und deswegen habe ich Monopoly nochmal angelegt hier. Ähm, sehen Sie sich, ich habe den Institutionalismus ja auch schon beschrieben als eine Theorie, die die internationale Welt so ein bisschen als so einen Markt sieht, mit den Staaten als äh, Marktteilnehmer, die auf ihre Gewinne aus sind. Und der Liberalismus ist dem nicht so unähnlich. Das heißt also, ähm, der Liberalismus sieht das so ähnlich: ähm, Staaten als Teilnehmer an einem globalen Markt gewissermaßen, nur sagt er jetzt, dass die Präferenzen, also die Spielstrategien, auf anderen Dingen fußen, nämlich auf Innenpolitik, als jetzt der Institutionalismus. Ähm, gut, also Frieden und Konflikt werden im Liberalismus dadurch erklärt, dass es hier Konflikte zwischen den Interessen unterschiedlicher Interessengruppen gibt. Äh, und heute schauen wir uns jetzt die nächste Theorie an, ähm, die auch innerstaatliche Verhältnisse mit einbezieht, äh, wenn sie darüber nachdenkt, äh, was Außenpolitik bedingt und was die Interaktion von Staaten ähm, determiniert. Das müssen wir, ne? weil Weihnachten ist, ganz wichtig. Hier wird immer anfangen. Ja? Viele Leute wissen das ja schon gar nicht mehr. Ja. Äh aber der Marxismus ist auch die einzige Theorie, die wir jetzt besprechen hier in unserem Kurs, die irgendwie untrennbar mit nur einem Vertreter verbunden ist. Ich stelle Ihnen natürlich noch andere Vertreter vor, aber der Marxismus ist daher ähm, äh, einzigartig, weil er eben auf Marx beruht und nicht der Realismus beruht eben nicht auf irgendwie Herrn Herbert Realist. Ne? Ähm, also das ist die einzige Theorie, die wir hier haben, die auf einem Theoretiker basiert und auf ihm aufbaut. Gut, ähm, jetzt fangen wir erstmal mit dem kleinen Schlaglicht an. Sie erinnern sich vielleicht noch an mein schönes Stockfoto von Student, ja, von verwirrter Student. Wir fangen mal mit dem kleinen Schlaglicht an. Wir machen uns mal gemeinsam ein bisschen Gedanken über globale Ungleichheit. Ne? Ungleichheit geht uns alle an. Das geht uns auch allen gegen den Strich. Hoffe ich doch sehr. Ähm, aber oft ist uns das, das schiere Ausmaß globaler Ungleichverteilung nicht so wirklich bewusst. Und ich will Ihnen nur ein kleines Beispiel geben, wie Sie sich das ein bisschen... Ähm, Selber vergegenwärtigen können, wie groß die Ungleichheit im Sinne von Wohlstandsverteilung denn auf der Welt so ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind äh, Student, ich hab jetzt hier mal Sie haben 500 Euro auf dem Bankkonto, ich weiß, utopisch, ja, klar. <laughs> äh, hätte ich mich früher auch gefreut, als ich studiert hätte, aber nehmen Sie mal an, Sie haben 500 Euro auf dem Konto gerade, äh, irgendwie Sie hatten Geburtstag und Ihre Oma hat es Ihnen überwiesen. Sie haben 500 Euro Ersparnisse, ähm, das wissen Sie und jetzt stehen Sie meinetwegen vor. Ähm, dem äh, Süßigkeitenautomaten überlegen sich, ob sie jetzt einen Euro ausgeben für einen Snickers. Ja? Ähm, in dem Moment, wo sie sich überlegen, soll ich jetzt einen Euro für einen Snickers ausgeben, treffen sie die Entscheidung über 0,2 Prozent ihrer Ersparnisse. Ja? Das heißt also, die Entscheidung über einen Euro ist, sind 0,2 Prozent Gesamt, ihres Gesamtvermögens. Wenn sie jetzt Bill Gates sind auf der anderen Seite, dann haben sie ein Gesamtvermögen von 72 Milliarden Euro. Aktuell jetzt gerade. Ne? Er ist immer noch der reichste Mensch der Welt. Auch wenn er gerade von Jeff Bezos, ne, Amazon, immer mal wieder überholt wird, abhängig davon, ob der Amazon-Aktienkurs äh, hoch oder runter geht. Nehmen wir ihn mal als Beispiel. Er hat, sieben, er hat 72 Milliarden Euro auf dem Konto. Das Äquivalent zu Ihnen, wenn Sie sich überlegen, soll ich mit 500 Euro mir jetzt einen Snickers für einen Euro kaufen, das ist bei Bill Gates, das Äquivalent, dass er sich überlegt, soll ich jetzt was für 144 Millionen Euro kaufen. 144 Millionen Euro sind also nach aktuellem Kurs auch für Bill Gates 0,2% seines Vermögens. Ja? Das heißt also, wenn Sie über einen Snickers nachdenken, dann müsste Bill Gates irgendwie über eine Boeing 747 nachdenken. Ja? Das ist das Äquivalent zu dem, was Sie haben, im Vergleich dessen, was Sie ausgeben wollen. Das heißt also. Zwei Snickers für Sie sind 2 Euro. Für 280 Millionen kriegen Sie hier ungefähr so eine Boeing 7, äh, 737 oder 747, was auch immer das auf dem Bild ist. Ne? Also, das ist, das, ist die, 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 das Äquivalent, wenn Ihnen ein Centstück in den Gulli fällt. Das ist das Äquivalent dazu, dass ich Bill Gates neun Porsche Carrera 911 erkaufe für 163.000 Euro jeweils. Ja? Das ist das Äquivalent. Ähm, also da sehen Sie mal diese die unglaubliche, also das sind Beträge, die kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Also wenn Sie eine Entscheidung treffen über einen Snickers, dann müsste ich mir jetzt ein Flugzeug kaufen, das wäre das Äquivalent. Und Sie können das natürlich noch in, in, in beliebige andere äh, ähm, Termini übersetzen. Ähm, wenn wir das jetzt mal auf die Welt beziehen, dann gibt es da die schöne Statistik, äh, die hat Oxfam mal zusammengestellt letztes Jahr. Wenn wir die 62 reichsten Menschen der Welt nehmen, also Bill Gates und alle seine, und alle seine Kumpanen hier, und wir laden die alle in den Flugzeugbus, ähm, dann haben die zusammen so viel Vermögen auf der Bank wie die 3,6 Milliarden ärmsten Menschen auf der Welt. Das heißt, wir füllen den Flughafenbus zu einem Drittel. Ja? Das heißt, wir können hinten immer noch Koffer reinladen und dr ein Drittel der Stehplätze sind belegt und in diesem Bus versammelt ist mehr Vermögen als alle Bewohner von Indien, alle Bewohner von China, also nicht ne, alle Bewohner, weil da gibt es auch Milliardäre, aber eh zahlenmäßig, mehr als die Bevölkerung Indiens plus die Bevölkerung Chinas äh, und noch ein guter Teil der Bevölkerung Afrikas zusammen hat, sitzen im vorderen Drittel dieses Busses. Ne? Das ist eine ne, ne Art, wie man sich globale Ungleichverteilung ein bisschen vorstellen kann. Ne? Also die Pyramide ist extrem steil und extrem spitz. Ähm, Genauso wie das Weltvermögen ist der Welthandel extrem ungleich verteilt. Und diese extreme Ungleichverteilung äh, können Sie sich zum Beispiel auch so vorstellen, ne? wenn Sie sich hier mal die globale äh, ähm, Wohlstandspyramide anschauen, dann sehen Sie auf der linken Seite hier ist die Pyramide, ne? ganz ganz oben an der Spitze der Pyramide. Und jetzt geht leider mein Pointer nicht, weil ich meine Batterie schon wieder zu Ende ist. Ganz, ganz oben an der Spitze der Pyramide sehen Sie die 1.844 Milliardäre der Welt sitzen, ja? die also alle über eine Milliarde US-Dollar verfügen. Darunter sehen Sie, die kleine, in der kleineren Teil der Pyramide sind irgendwie 40.000 Leute, die haben 100 Millionen Dollar plus. Äh, dann drunter sehen, die, sehen Sie die wunderschönen, die Ultra-High-Net-Worth-Individuals. Wenn Sie so mal genannt werden, wenn Sie bei Ihrer Schweizer Bank reinkommen, dann haben Sie es geschafft. Das heißt nämlich, Sie haben mehr als 30 Millionen Dollar auf dem Konto. Und hier noch drunter sind die ganz normalen, die stinknormalen Millionäre, die sich gar nichts darauf einbilden können. Ne? Weil von den Millionären gibt es nur mal 17,8 Millionen auf der Welt. Also wir sind Millionäre im Sinne von Millionären. Ähm, wenn Sie die ganze Pyramide mit den Leuten, die, so, die über so viel Wohlstand verfügen, jetzt aber neben die ganze Weltbevölkerung stellen, dann steht die hier unten. Ne? Also dieses kleine grüne Fitzelchen hier, das sind die vermögendsten Personen der Welt. Ne? Im Gegensatz zu der Pyramide der Bevölkerung der gesamten Welt. Man kann sich das also auf verschiedene Arten äh, anschauen. Eine Art, wie man, wie man äh, 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 Ungleichverteilung auch noch angucken kann, die ich besonders spannend finde, ist äh, regionale Ungleichverteilung. Sie können sich also zum Beispiel angucken, äh, wo in der Welt sitzen denn die Reichen und wo sitzen die Armen. Wie müssen Sie das Schaubild jetzt lesen? Sie sehen hier unten Wohlstandsdezile auf dieser Achse hier. Ja? Je weiter Sie nach rechts gehen, desto reicher sind Sie. Und das heißt, Sie sehen bei jedem Dezil, also zum Beispiel die 10% ärmsten Leute, da können Sie hier, wenn Sie hochlesen, können Sie sehen, woher die ärmsten Leute kommen, gewissermaßen. Also in welcher Region sitzen die, die zu den 10% ärmsten gehören? Und da sehen Sie nun mal, die sitzen vor allem in Indien, in Afrika und in Asien und in der Pazifikregion. Äh, Pazifik wenn Sie auf der anderen Seite sehen, dass natürlich Europa und Nordamerika ganz stark dabei ist, wenn es um die reichsten 10% der Welt geht, eine Sache, die Sie vielleicht verblüfft oder vielleicht auch nicht, ist, dass China mit seinem extrem großen Anteil an der Weltbevölkerung tatsächlich nicht jetzt alle im unteren, in unteren, im unteren Drittel des Wohlstands sitzen, sondern vielmehr der überwältigende Teil der globalen Mittelklasse sitzt in China. In China sitzen ein paar hundert Millionen Leute rum, die alle global betrachtet zur Mittelklasse gehören, in dem Sinne, dass sie über dem fünften Wohlstandsdezil sind, ne? also mehr als 50 Prozent haben als ähm, die anderen. Also, sprich, die regionale Verteilung ist nicht ganz so simpel, wie wir sie uns manchmal vielleicht vorstellen. Mit Europa und Amerika sitzen die ganzen Reichen und im Rest der Welt sitzen die ganzen Armen, sondern da gibt's mehr, es gibt hier mehr ähm, Varianz äh, in der Welt, äh, als man das vielleicht wahrnimmt. Das ist eine, übrigens sind übrigens aktuelle Zahlen von 2017. Ähm, ich hätte Ihnen jetzt auch natürlich als Schlaglicht nicht die Geschichte vom Snickers und Bill Gates Flugzeug erzählen können, sondern wir hätten auch einfach uns überlegen können, da gab es ja mal ein paar Finanzkrisen. Ich habe es zum Beispiel geschafft, die schlaue Entscheidung zu treffen, 2008. Nach Irland zum äh, Promovieren zu gehen, gerade dann, als Irland sich um die erste äh, Tranche in der Finanzkrise bewerben musste und überhaupt keine Knete mehr hatte. Das heißt, ich bin genau hingegangen, dass alle pleite waren und ich ging dann, als alle wieder Geld hatten. Hat mir also überhaupt nichts geholfen, leider. Ähm, aber diese Finanzkrise, die letzte, die es da gab, jetzt meinetwegen die 2008 anfing, die war natürlich kein Einzelfall. Ich hätte Ihnen hier auch eine ganze Litanei von anderen Finanzkrisen aufzählen können, ähm, die auf eine Regelmäßigkeit hindeuten. Sie erinnern sich ja immer noch, wir suchen immer noch nach Erklärungen für Regelmäßigkeiten in den Theorien. Und Theorien sind nichts anderes, als dass wir erkennen, warum da ein bestimmtes Muster vorherrscht. Warum also gibt es ständig wieder Finanzkrisen? Also 1991 Japan, 1994 Mexiko, 1997 Südostasien, 2002 Argentinien, 2007 USA und ich könnte das locker lustig weitertragen. Also mit solchen Fragen ähm, setzt sich jetzt der Marxismus auseinander. Ich werde ein bisschen was über die Geschichte erzählen, ein bisschen was über die Kernannahmen, darüber, wie die Theorie funktioniert, was ihre Kernpunkte sind und was sie von sich selbst für Theorieverständnis hat. Und dann werden wir exemplarisch zwei modernere Vertreter anschauen, nämlich Immanuel Wallerstein oder Wallerstein, denn er ist ja Engländer, äh, Amerikaner, Wallerstein und äh, Robert Cox. Als moderne Variante, wie man Marxismus als IB-Theorie denken kann. Gut, ähm, Sie wissen natürlich alle, ne, dass äh, das lernt man in der Schule logischerweise oder einfach nur in der Allgemeinbildung oder auf Facebook, dass äh, Marxismus natürlich auf, Wirtschafts-, auf der Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie von zwei Leuten beruht. Äh, deswegen ist es ein bisschen unfair, dass wir es nicht Marxismus-Engelismus nennen. Ne, aber hm, das ist der, der Nachteil, wenn man so als, als Editor fungiert. Ähm, also, beruht natürlich auf den Theorien von Marx und Engels, die beide im 19. Jahrhundert geboren wurden und noch vor Ablauf des 19. Jahrhunderts starben. Also, beide sahen es nicht mehr in die Realität umgesetzt, dass ihre Theorie dann später hier Länder bewegte und Revolutionen anstiftete und Ähnliches. Ähm, sie waren aber wichtig genug, dass Sie immer dann, wenn Sie in irgendwelchen sozialistischen Ländern Leute mit roten Flaggen rumrennen rum, äh, sehen, äh, dann sehen Sie dann nicht nur Marx und Engels, ne, wie sie da ikonisch aussehen, sondern auch die späteren äh, äh, Leute, die die Theorie angeblich weitergetrieben haben, wie zum Beispiel Lenin und Stalin. Ähm, jetzt kurz was zu Marx und Engels selbst, zu den Personen, denn die muss man verstehen, in welchem Kontext die, die Theorie gebastelt haben. Sie erinnern sich noch, ich mache den Punkt ja immer wieder dass man sich Theorie immer aus dem Kontext denken sollte, in dem sie entstanden ist. Ne? Also die Neorealisten, die kamen alle hoch, als der Kalte Krieg gerade anfing, nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier ist es jetzt der Fall, dass äh, beides sind Deutsche, logischerweise, das wissen Sie. Marx ist geboren in Trier, da können Sie sein Geburtshaus auch noch äh, besichtigen, das gehört jetzt der SPD, gut gemacht. Ähm, er entwickelt relativ früh während seines Studiums und seines frühen Lebens ein paar radikale Ideen, also radikale Ideen in dem Sinne, dass es der Obrigkeit damals nicht gefiel, ähm, äh, Sie erinnern sich, die, die erste, so die, die Dekade 1840 und so, war auch die Zeit, in der äh, eine Welle der Revolutionen durch äh, Europa ging, in der man für Freiheit und äh, Mitspracherechten der Bürger äh, argumentiert hat und was dann niedergeschlagen wurde von der Obrigkeit. Marx war einer der, die mh, äh, darunter zu leiden hatten äh, und er floh dann nach Paris, äh, schon immer äh, die Herberger Aldera, derer, die ein bisschen gruselige -Ideen, äh, Ideen haben. Und er traf dann 1844 Engels im Café, wie man das, ne? also hier, Sie haben auch immer noch die Chance hier in äh, in Göttingen, also sollten mal mehr im Café sitzen, vielleicht schreiben Sie dann auch mal irgendwann eine politische Theorie. <laughs> Unter Zusammenarbeit, also in Zusammenarbeit mit Engels ähm, kam dann kam dann das Kommunistische Manifest äh, heraus, was eine Art Kampfschrift war, äh, zu deren Inhalten ich nachher auch noch ein bisschen komme. Was eine Art Kampfschrift war, äh, daher kommen ein paar ähm, Hochbekannte Zitate raus, also hier Arbeiter, ihr habt nichts zu verlieren als eure Ketten und so weiter. Das kommt aus dem Kommunistischen Manifest. Sehr schön geschrieben, schön kurz, kann man auch so mal in der Bahnfahrt lesen, kann ich Ihnen nur empfehlen, äh, so zur Weiterbildung. Ähm, es wurde ihm dann allerdings in Paris auch irgendwann entweder zu heiß oder einfach war es ihm nicht angenug, angenehm genug. Er, er ging jedenfalls dann in, nach London äh, ab 1849, äh, wo er dann auch starb, also er verbrachte die letzten paar Dekaden seines Lebens. In London und schrieb da sein monumentales Hauptwerk, Das Kapital. Kam in drei ähm, Kapiteln raus. Und wenn Sie nochmal genau aufpassen, sehen Sie, der war offensichtlich so ein guter Schreiber, der bringt noch Sachen raus, nachdem er selber schon tot ist. Ähm, also Teile des Kapitals erschienen nach seinem Tod. Ein monumentales, dreibändiges Werk, in dem er erklärt praktisch, wie die ökonomische Welt funktioniert, wie sich Geschichte fortsetzt und so weiter. Ähm, Engels ist so ein bisschen immer so der fünfte Beatle in der Geschichte. Ähm, also der. Ähm, ebenfalls in Deutschland aufgewachsen und er ist eben deswegen so wichtig, weil er einen ganz wichtigen Einfluss auf Marx hatte. Er hat ähm, er ist zur Ausbildung nach England gegangen und hat dort in äh, Manchester und der Umgebung. Ne, das war eine der Hochbogen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert zum ersten Mal gesehen, wie so die Arbeitsverhältnisse sind der Arbeiter in, im, im sich industrialisierenden viktorianischen England. Spoiler nicht so super. Ähm, das hat ihn ein bisschen mitgenommen. Ähm, und er hat äh, daraufhin eine Art Bericht geschrieben, ähm, der hieß Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Ist heute noch ein Klassiker, äh, wie man soziologisch Umstände beschreibt, äh, ethnografisch, äh, ganz spannend zu lesen. Und Sie sehen, also 1845 schreibt er dieses Ding, dann trifft er, er, er hat kurz zuvor Marx getroffen und nur drei Jahre später schreiben sie schon gemeinsam das Kommunistische Manifest. Das zeigt Ihnen, dass dieser, dieser Bericht, wie es der Arbeiterklasse in England geht, einen starken Eindruck auf Marx hinterlassen hat. Und im weiteren Leben haben die beiden sich sehr eng abgestimmt, haben immer Dinge miteinander diskutiert. Engels hat Marx Sachen editiert, manchmal umgeschrieben, äh, dafür gesorgt, dass es alles ein bisschen mehr umfahrt. Ähm, und er hat auch ein bisschen länger gelebt als Marx. Ne? Vielleicht ist das nicht so schlecht, wenn man äh, der fünfte Beatle ist, wer weiß. Ähm, also auf den beiden, auf den Ausführungen dieser beiden, und zwar vor allem eben auf der Lage der arbeitenden Klasse, kommunistisches Manifest und das Kapital, das sind so ein bisschen die, die, die Anfänge des, äh, des Marxismus und die, das Kapital ist mit so das Hauptwerk, was die Theorie beschreibt. Ähm, das waren jetzt keine Politikwissenschaftler und das waren logischerweise auch keine IBler. Damals gab es noch keine Ibeler. Ähm, das heißt, es hat ein Weilchen gedauert ähm, danach, bis sich ähm, andere Theoretiker dazu durchrangen, aus dem Marxismus mal so ein bisschen die IB-Implikationen zu entwickeln. Und die können wir vor allem zwei Leute nennen, nämlich Rosa Luxemburg und Leo Trotzki, ähm, äh, schon hier sehen Sie die Anfänge übrigens. Ne? Marx und Engels sind im Bett gestorben. Diese beiden ganz sicher nicht. Die sind beide ermordet worden äh, auf unterschiedliche Art und Weise. Äh, also den Marxismus zu vertreten, vor allem gegenüber der Obrigkeit, war schon immer ein gefährliches Unterfangen. Ähm, die beiden hier äh, hielt das allerdings nicht ab. Ähm, Rosa Luxemburg äh, entwickelte einen konkreten Gedanken aus dem Marxismus wieder, den ich nachher noch mal versuche aufzugreifen, wenn ich es vergesse. Ich hoffe es nicht. Äh, nämlich das Problem der Unterkonsumtion. Ich erkläre nachher noch was dazu. Eine der wichtigen Dinge, die sie erklärte, die jetzt IB-Implikationen hatten, war, dass sie sagte: Naja, also vieles dessen, was Marx über die Verhältnisse innerhalb Staaten gesagt hat, zum Beispiel, dass es da Ausbeutungsverhältnisse gibt, sowas gibt es auch auf internationaler Ebene zwischen kapitalistischen und präkapitalistischen Staaten. Keine Angst, auch darauf gehe ich noch im, im Detail ein. Und sie machte sich die Menge Gedanken, wie äh, Kapitalismus zwingend in Kolonialismus und Imperialismus endet. Ähm, das heißt also da ganz klar eine internationale Komponente dieses Denkens, die bei Marx nicht so groß die Rolle gespielt hat. Ähm, Leo Trotzky, ein, ähm, äh, ein äh, äh, Russe, der äh, fliehen musste, als äh, Lenin dann irgendwann in die Macht kam und der in Mexico City mit einem Eispickel ermordet wurde, ja, ja, interessantes Leben, ähm, hat eine interessante Wikipedia-Seite, wenn Sie es mal lesen wollen, ähm, der äh, hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was, die, was diese marxistische Theorie für Auswirkungen auf der internationalen Ebene hatte und hat zum Beispiel darüber nachgedacht, über die Entwicklung von Staaten. Und er hatte so eine Art Interdependenzgedanken. Sie erinnern sich, den hatten wir im Institutionismus schon mal, nämlich diesen Gedanken, dass Staaten eng miteinander zusammenhängen und dass die Entwicklung, in dem Sinne vor allem die ökonomische Entwicklung von Staaten, eng miteinander verschränkt ist, aber dass das leider nicht bedeutet, dass alle Staaten sich so im Gleichschritt nach vorne entwickeln, sondern, und deswegen ungleichzeitig, sondern Staaten sind zwar miteinander verbunden in ihrer Entwicklung, aber diese Entwicklung ist nicht gleichzeitig. Also manche Staaten entwickeln sich schneller, andere weniger schnell und das sorgt für Ungleichheiten im internationalen System. Ja, und wenn Sie schon mal das Wort Weltrevolution oder permanente Revolution in den Mund genommen haben, dann haben auch Sie Trotzki zitiert, äh, denn seine Meinung war unter anderem, dass man nicht einfach aufhören kann, dann wenn man Re äh, Sozialismus in einem Land erreicht hat und dann einfach mal abwarten, bis die anderen auf die Idee kommen, dass da was Gutes ist, sondern dass es hier eine ständige Revolution auf internationaler Ebene geben müsse. Viele von den Dingen, die ich jetzt sage, werden nachher noch ein bisschen klarer, wo die in die, äh, wo die, in die Theorie passen. Ähm, hier kann ich im Grunde auch schon fast aufhören, weil dann mal für 60 Jahre oder so nicht viel passierte auf IB-Ebene mit dem Marxismus. Unter anderem hatte das den ganz einfachen Grund, dass der Marxismus zuerst in Russland ab 1919 und dann später auch in einer Reihe von anderen Ländern, das größte davon China, ähm, zur Staatsideologie wurde. Sie müssen sich überlegen, Marxismus war mal so die Theorie der Unterdrückten, die Unterdrückten gegen die Obrigkeit, ne? die Theorie des Aufgebarens und die Theorie der Revolution und sowas. Das Ganze wurde kognitiv so ein bisschen schwierig in Ländern, wo der Marxismus aber dann die Staatsideologie war und die, die, die Staatsführung sich selbst auch marxistisch nannte. Ähm, das sorgte dafür, dass in der IB für fast 40 Jahre mit dem Marxismus nicht viel passiert ist. Und dass er erst so in den 70er Jahren wiederentdeckt wurde, unter anderem von einigen der Theoretiker, die ich Ihnen nachher noch vorstelle. Ähm, das heißt also, während des Kalten Kriegs war nicht viel. Äh, und dann die ersten, die das wieder als äh, äh, Theorie-Salonfähig machten, die kamen in den 70er Jahren. Das sind unter anderem Ballastin und Cox, die ich Ihnen nachher noch vorstellen werde. Gut, um was geht es jetzt also? Was ist so das Grundanliegen des Marxismus? Äh, Im Marxismus ist eines der Kern, äh, eine der Kernideen des Marxismus, ist, dass es hier um historische Gesetzmäßigkeiten geht. Super. Genauso was suchen wir in allen unseren Theorien. Unsere Theorien sind ja nichts anderes als der Versuch, irgendwie Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte zu finden und die irgendwie äh, schön, simpel zusammenzufassen. Genau das Gleiche macht der, mach, äh, macht der Marxismus auch. Der sagt, es gibt hier Muster. Die Geschichte ist nicht zufällig, sondern die Geschichte ist irgendwie berechenbar und analysierbar und die folgt gewissen Gesetzen. Ähm, Marxismus ist aber auch, und das ist jetzt die erste Theorie, die das macht, das gilt für die anderen drei Theorien, die ich Ihnen vorgestellt habe, nicht, ist ganz klar eine normative Theorie. Das heißt, wenn Sie schon immer sich mal hinstellen wollen und sagen wollten, die Welt ist aber doof und die soll anders aussehen, spitze, dann sind Sie im Marxismus gut aufgehoben. Also der Marxismus sieht sich selbst nicht nur als eine Theorie, die die Welt analysiert, sondern auch normativ als eine Kritik daran, wie die Welt funktioniert. Neorealisten machen das nicht. Neorealisten stellen sich nicht hin und sagen irgendwie, aber Macht irgendwie Sicherheit ist irgendwie blöd und es wäre schön, wenn wir das anders machen wollten. Damit haben Marxisten kein Problem. Marxisten kritisieren die aktuelle Welt genauso, wie sie sie analysieren. Warum kritisieren sie die Welt? Naja, weil die Welt nach kapitalistischen Gesichtspunkten organisiert ist oder weil Staaten nach kapitalistischen Gesichtspunkten organisiert sind und weil Kapitalismus im Marxismus immer eins bedeutet, nämlich Ausbeutung. Es gibt ein schönes Zitat aus Scarface, dem Film Capitalism is getting fucked. Ja, das ist die kurze Zusammenstellung des Gedankens, dass, Marxismus, dass Kapitalismus immer Ausbeutung bedeutet. Und zwar konkret wird hier, werden hier das Proletariat ausgebeutet von der Bourgeoisie. Keine Angst, nicht ich. Äh, die Beamten zählte Marx nicht da dazu, äh, was das anging. Also sprich die Arbeiter oder die Unterschicht wird ausgebeutet von einer Oberschicht äh, oder den Kapitalisten. Ja, das ist im Kern, im Zentrum des Kapitalismus und das ist eine schlechte Art, wie die Welt organisiert ist, sagen die Marxisten und dagegen schreiben sie an. Das Ziel ist logischerweise genau wie der Titel, äh, wie, der, wie Sie das kennen, das Ziel ist eine, ein kommunistischer Staat oder besser ausgedrückt eine kommunistische Welt, in der jetzt Klassen aufhören zu existieren, idealerweise hören sogar Staaten auf zu existieren, ne, brauchen wir alles nicht mehr. Die Welt organisiert sich selbst im Grunde äh, und jeder arbeitet ähm, äh, für alle anderen mit. Ja? Also, das Ziel ist eine klassenlose kommunistische Gesellschaft, in der es keine Ausbeutung mehr gibt und auch kein Privateigentum. Ja? Das heißt also, hm, davon müssen Sie leider auch, wenn Sie ordentlicher Marxist sein wollen, müssen Sie leider von Ihrem Privateigentum äh, Abschied nehmen. Wie definieren wir jetzt Kapitalismus als System? Äh, die Definition ist eigentlich ziemlich simpel. Und zwar ist Kapitalismus immer dann der Fall, wenn wir ein liberales Wirtschaftssystem haben, liberal jetzt im Sinne von, dass da Individuen die Macht über ihre eigenen Handlungen gegeben wird, wenn wir ein liberales Wirtschaftssystem haben, in dem die Produktionsmittel in privater Hand sind und nicht in staatlicher Hand zum Beispiel, und in der diese Produktionsmittel zur Gewinnmaximierung eingesetzt werden. Ich sage nachher noch was dazu, von was das unterschieden werden kann dadurch. Also ein Wirtschaftssystem, in dem Produktionsmittel in privater Hand sind, und die für Gewinnmaximierung eingesetzt werden. Hört sich ja zum ersten Mal eigentlich nicht so furchtbar an, ne, wenn man es jetzt einfach mal auf dem Papier anguckt. Das sagt lustigerweise Marx auch. Marx findet nicht, dass Kapitalismus an sich jetzt irgendwie was furchtbar, eine furchtbar böse Kraft ist. Ähm, denn Kapitalismus ist ja nicht irgendwie das Ursystem, sondern es ist immer noch besser als manche andere Sachen. Das ist natürlich kein so dolles Argument, ne, zu sagen, Kapitalismus ist besser als Sklaverei ist auch, zu sagen, ich habe dich nur halb tot gehauen, beschwer dich nicht, hätte ich auch ganz tot hauen können. Ne? Ähm, aber dennoch sagt Marx also, ne, Kapitalismus ist prinzipiell mal eine fortschrittliche Kraft, ist besser als manche vorige äh, Organisationsformen, also von, von Ökonomie. Und was den Kapitalismus jetzt ausmacht, was ihn unterscheidet von früheren Phasen, ist, dass sie ursprünglich mal Dinge produziert haben aufgrund von Boden und Arbeit. Das heißt, meinetwegen stellen Sie sich vor, Sie sind halt Bäuerin, ne? dann haben Sie ein Stück Boden, Sie stecken da Arbeit rein, Essen wächst, Sie essen Essen, damit Sie weiter den Boden bearbeiten können. Ne? Das ist der Kreislauf. Ja? Oben Kartoffeln rein, unten Arbeit raus. Ja? Ähm, Im Kapitalismus passiert jetzt was ganz Interessantes und zwar geht hier die Produktion darüber hinaus. Die Wirtschaft und die Menschen produzieren mehr, als sie nur direkt. Geh und verbrauchen können. Das heißt also, die Wirtschaft funktioniert jetzt nicht mehr so, dass sie irgendwie, äh, sie bauen halt nun mal drei Pfund Kartoffeln an, die sie dann direkt aufessen, ja? sondern sie bauen meinetwegen fünf Pfund Kartoffeln an, drei davon essen sie und zwei verkaufen sie weiter an jemand anderen, der meinetwegen keine Kartoffeln hat oder die gerne hätte. Äh, aber zu dem Zeitpunkt befinden sie sich schon auf dem Holzweg, zu dem Zeitpunkt sind sie ganz klar auf dem Weg zum Kapitalisten. Also der Unterschied des Kapitalismus ist, dass es hier um Kapital geht. Ich erkläre gleich, was das ist. Also produziert wird nicht mehr nur durch Boden und Arbeit, sondern durch Boden, Arbeit und Kapital. Ähm, das Problem daran ist jetzt, dass diese dritte Form, die zur Produktion notwendig ist, dieses dritte Element, das Kapital, ähm, was Sie sehen können als meinetwegen entweder ein dickes Bankkonto, was Sie investieren können, oder das können Sie irgendwie als Produktionsmittel irgendwie sehen, ähm, dass das nicht gleich verteilt ist. Ähm, das heißt also nur eine, eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft hat die Möglichkeit, Kapital anzuhäufen und nicht alle. Und das ist jetzt das Wichtige, was Marx hier einführt. Ähm, das heißt also, Sie haben im Kapitalismus nicht mehr wie vorher eine mehr oder weniger egalitäre Gesellschaft, sondern Sie haben eine Gesellschaft, in der eine bestimmte Klasse mehr und mehr dieser Produktionsmittel an sich reißen und für sich behalten kann. Und das sind die bösen Kapitalisten die das Kapital ansammeln. Und in der, im Ergebnis haben sie dann eine Gesellschaft, die sich spaltet. Sie haben nicht mehr eine mehr oder weniger gleichförmige Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft, die sich spaltet in die, die was haben und die, die nichts haben. Oder in die Kapitalisten und die Nichtkapitalisten. Ähm, das heißt also, hier geht es um Ungleichheit, logischerweise, um Ungleichverteilung und daraus resultierende Diskrepanzen. Diese Konflikte, die sind immer im, Cern, im Kern der der marxistischen Analyse. Jetzt gibt es hier ein paar Schlüsselkonzepte, die Sie verstehen müssen, damit Sie eine Ahnung haben, wie seine Theorie funktioniert. Ähm, und Sie können sich vorstellen, das ist alles etwas gedrängt, ne? aber in anderthalb Stunden äh, drei Bände des Kapitals durchzumachen, geht auch nicht, also deswegen äh, machen wir das alles ein bisschen kürzer. Die zwei Schlüsselkonzepte, die Sie kennen müssen, damit Sie verstehen, wie bei Marx Dinge produziert werden und wie bei Marx Wirtschaften organisiert sind, die sind einmal die Produktivkräfte auf der einen Seite und das Produktionsverhältnis. Auf der einen Seite haben Sie die Produktivkräfte. Also was wird denn benutzt dazu, um Dinge zu produzieren? Und Sie sehen übrigens hier auch mittlerweile wahrscheinlich, wenn Sie es nicht vor drei Folien schon aufgefallen ist, Marx ist eigentlich ein politischer Ökonom. Der ist kein klassischer Politikwissenschaftler äh, und auch nicht so richtig Soziologe, ne? sondern der ist eigentlich ein politischer Ökonom. Dem geht es um ökonomische Verhältnisse. Also Bonuspunkte für alle, die hier auch noch BWL studieren. Ähm, Produktivkräfte sind bei Marx jetzt alle Ressourcen, die benötigt werden, um Produkte herzustellen, ja? die eine Gesellschaft braucht, um Produkte herzustellen. Und das können einmal Produktionsmittel sein, also zum Beispiel Rohstoffe, Werkzeuge, Maschinen, ne? also meinetwegen ihre Kohle oder ihr, ihr, ihre Stanzmaschine oder ihr Schraubenschlüssel. Ja? Und auf der anderen Seite haben Sie da Ihre produktiven Fähigkeiten, also alles, was irgendwie ähm, belebt ist in Ihrem Arbeitsprozess. Also die Produktionsmittel, ne, das ist alles, was irgendwie starr ist und meinetwegen aus, 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 aus Materie geformt ist. Und Produktionsmittel sind so die Sachen, die belebt sind. Also das, was Sie wissen zum Beispiel, Ihr Know-how, was Sie haben, und Ihre eigene Arbeitskraft. Sie brauchen beides zusammen, um Dinge herzustellen. Ne? Das ist Ihnen wahrscheinlich klar. Also, Sie können mit Ihrer Arbeitskraft alleine, aber ohne Maschinen, ohne Werkzeuge und ohne Rohstoffe können Sie auch nichts machen. Ne? Da stehen Sie da, machen so. Ähm, Sie können aber auf der anderen Seite auch nicht nur Ihre Produktionsmittel einsetzen. Sie brauchen Leute, die die bedienen. Sie brauchen Arbeiter. Sie brauchen Leute, die, die Ihre Arbeitskraft dazugeben und Ihr Know-how, damit Sie gemeinsam mit diesen beiden ähm, Dingen äh, Produkte herstellen können. Also das sind die Dinge, die sie brauchen, um Produkte zu machen. Und jetzt ist bei Marxismus eben interessant, in welchem Verhältnis stehen diese beiden Dinge zueinander? Also im in welchem Verhältnis stehen jetzt die sozialen Teilnehmer dieses Produktionsprozesses? Ähm, das heißt also, wer hat die Maschinen? Wer hat die Rohstoffe? Wer hat das Wissen? Wer hat die Arbeitskraft? Und wie stehen die zueinander? Wenn Sie alleine im Wald sitzen und äh, irgendwie Ihre Lehmhütte bauen und Ihr eigenes Feuer und Ihr eigenes jagen und so, ne, da sind Sie nicht im Produktionsprozess mit drin. Aber sobald Sie meinetwegen äh, in die Fabrik zur Ferienarbeit gehen, ne, da ist klar, da stecken Sie Ihre Arbeitskraft rein, aber Ihnen gehört nichts an der Fabrik. Ne? Also da ist klar, da gibt es plötzlich Eigentumsverhältnisse an den einzelnen Teilen dieses Produktionsprozesses. Wem die Fabrik und die Maschinen nämlich gehört, das sind, die, das sind die Kapitalisten. Das heißt also, die Produktionsmittel, wie sie es hier haben, ne? Produktionsmittel, die sind einseitig zugunsten der Kapitalisten verteilt. Das heißt also, Kapitalisten haben die Produktionsmittel und alle anderen haben die nicht. Ähm, das heißt, die, wenn sie aber keine Produktionsmittel haben, aber am Produktionsprozess teilhaben wollen, was müssen sie dann machen? Dann müssen sie sich selbst verkaufen. Ja? Wenn sie keine Rohstoffe haben, die sie verkaufen können, und auch keine Maschinen haben und anderes, dann ist alles, was sie am Schluss noch übrig haben, ist ihre eigene Arbeitskraft oder auch ihr eigenes Know-how. Unter anderem das, was sie jetzt hier gerade machen. Ja? Sie erhöhen ihr Wissen, damit sie sich später besser verkaufen können. Ne? Nichts anderes tun sie hier. Ähm, zumindest würde Marx das so sehen. Ja? Ähm, die Produktiv Arbeitenden, also all die, die tatsächlich die Maschinen bedienen oder ihr Know-how äh, benutzen oder die tatsächlich ins Büro gehen, meinetwegen, die benutzen also die Produktionsmittel, die Computer, die Fabriken, die Maschinen und so weiter, der Kapitalisten, stecken da ihre Arbeit rein und generieren einen Mehrwert. Was heißt Mehrwert? Mehrwert ist bei Marx ausgedrückt als die Differenz zwischen Lohnarbeit und Lohn. Klingt total strange, heißt aber nur, Sie stecken da Arbeit rein und hinterher ist das Produkt mehr wert, als ihnen an Lohn gezahlt wird. Das ist ausbeuterisch. Was heißt das jetzt? Sie erzeugen in ihrer Arbeit mehr Wert an diesem Produkt, als sie hinterher an Lohn kriegen. Sie wissen auch, das muss so sein, denn wenn Sie, wenn sie mehr gezahlt bekommen, als Sie das Produkt wert machen, dann sind Sie ein Verlust, dann sind sie ein Verlust für, den, für den Fabrikanten. Für den Kapitalisten. Ne? Also, Sie werden bezahlt, meinetwegen für acht Stunden Arbeit, und für die acht Stunden Arbeit kriegen Sie, was ist der, Mindeststunden, was ist der Mindestlohn aktuell? 9 Euro, Scheiße, jetzt muss ich 9,30 Euro mal 8 rechnen. Irgendwie. Äh, anyway, also nehmen wir an, 9 mal 8 ne, das sind ungefähr 81 Euro, äh, ne, 9 mal 8 sind 72 Euro. Äh, also, Sie kriegen irgendwie 70 Euro gezahlt für Ihre acht Stunden Arbeit, in der Sie in die Fabrik stehen, aber der Mehrwert, den Sie erzeugt haben, der ist nicht nur die 72 Euro, sondern der Mehrwert, den Sie erzeugt haben, ist zum Beispiel, Sie haben eine Maschine gebaut, die kann hinterher für 100 Euro verkauft werden. Wenn, Sie, wenn der Fabrikant Ihnen 72 Euro zahlen müsste, aber Sie erzeugen hinterher ein Produkt, das ist nur 12 Euro wert im Verkauf, dann ist klar, da macht Ihr Laden nach kurzer Zeit dicht. Denn dann zahlen die Ihnen mehr, als Sie hinterher rauskriegen aus Ihrem Produkt. Also der Fabrikant muss, damit er selbst auch noch Geld kriegt, Ihnen ein bisschen weniger zahlen, als sie eigentlich ihm geben. Ja? Das heißt also, ähm, dieser Mehrwert, den sie erzeugen, der, den kriegt der, der die Produktionsmittel hat. Logischerweise, denn der steckt ja nicht die eigene Arbeit rein. Ne? Dem, dem, äh, dem die Fabrik gehört, der steht ja nicht selbst am Fließband und arbeitet, sondern der sitzt oben in seinem Büro logischerweise und streicht seine Geldsäcke. Ja? Und die Geldsäcke bestehen aus, aus dem Mehrwert, den sie erzeugt haben. Also in einer kapitalistischen Produktion, die funktioniert nur deswegen, die, die Eigentümer der Produktionsmittel haben nur deswegen Geld übrig, weil sie, sie, weil sie ihnen ein bisschen weniger zahlen, als sie hinterher selbst für das Produkt kriegen. Das heißt also, so ein kapitalistisches System kann nur funktionieren, wenn sie alle als Arbeiter ausgebeutet werden. Das kann nur dann funktionieren. Man kann ihnen keinen fairen Lohn zahlen. Denn wenn man ihnen so viel zahlen würde, wie das Produkt hinterher wert ist, was sie ausspucken, dann ist ja nichts mehr übrig für den Kapitalisten. Ja? Also komplexer Gedanke, der dazu führt, dass wenn wir der Logik folgen, dann müssen wir sagen, sie können Kapitalismus nicht ohne Ausbeutung haben. Geht nicht. Sie kriegen weniger gezahlt, als sie eigentlich wert wären. Ihre Arbeit ist ein bisschen mehr wert, als sie gezahlt bekommen. Das heißt, äh, machen wir es nochmal systematisch ne? äh, mit dem kleinen Schaubild hier. Sie fangen also an, Sie haben Menschen auf der einen Seite, ne, Sie alle. Sie sind gezwungen, weil Sie keine Produktionsmittel haben. Ne? Sie haben halt nun mal keine Fabrik im Garten stehen irgendwie. Ne? Deswegen ist, okay, Sie schütteln den Kopf, vielen Dank, das, das freut mich. Es wäre jetzt schlecht gewesen, wenn Sie irgendwie, nee, hab ich klar habe ich. Ähm, Sie haben also das Einzige, was Sie verkaufen können, ist Ihre Arbeitskraft. Ja? beziehungsweise ihre Fähigkeiten. Muss ja, Marx hat jetzt nicht so gedacht, dass jeder Mensch irgendwie physisch arbeitet. Das ist klar. Manche Menschen werden natürlich auch für das bezahlt, was sie irgendwie wissen, ohne dass sie jetzt besonders hart körperlich arbeiten müssen. Nichtsdestotrotz verkaufen wir alle unsere Arbeitskraft. Und wenn wir unsere Arbeitskraft verkaufen, dann werden wir dadurch zu Arbeitern. Arbeitern im Auftrag. Und deswegen kann man das so ein bisschen mies ausdrücken so ein bisschen als Eigentum des Kapitalisten. Das heißt also, der Kapitalist auf der Seite, der die Knete hat, der hat dann das Eigentum an unserer Arbeitskraft im Sinne von, dass wir für den arbeiten und der hat auch das Eigentum an den Produktionsmitteln. Wir erwirtschaften also jetzt einen Mehrwert, wie ich das gerade schon erklärt habe, indem wir als Arbeiter die Produktionsmittel benutzen. Aber für das Produkt, was rauskommt, das ist ein bisschen mehr Wert als die Arbeit, für die wir bezahlt werden. Ja? Daher kommt der Mehrwert. Der Mehrwert wird oben abgeschöpft von ihrer Arbeitskraft. Ja? Und das Gemeine jetzt, sagt Marx, am Kapitalismus ist eben, das System würde ja noch funktionieren, wenn wir zum Beispiel sagen würden, naja, also der Mehrwert, der geht an die Arbeiter selbst. Könnte man ja auch machen. Ne? Aber nein, im Kapitalismus geht der Mehrwert eben nur an den Kapitalisten. Wenn der Arbeiter nur den Lohn seiner Arbeitskraft kriegt, und das ist ja weniger als, und das ist praktisch der Wert der Produkte minus der Mehrwert. Das heißt also, auf der Seite passiert Ausbeutung. Die Ausbeutung passiert hinter dem Mehrwert. Gäbe es jetzt einen Kapitalist, wäre ich zum Beispiel ein, ein wohlwollender Kapitalist, und ich sage, ich habe jetzt schon genügend Knete, ich muss eigentlich nichts mehr verdienen, und alle Profite, die mein Unternehmen jetzt erwirtschaftet, die werden direkt wieder abgegeben an die Arbeiter. Ne? Dann hätte ich diesen Kreislauf der Ausbeutung durchbrochen. Aber das würde auch bedeuten natürlich, dass ich selbst kein Einkommen mehr habe. Ne? Also müsste ich zufrieden damit sein, dass ich halt irgendwie von meinem, auf meinem ritterlichen Landgut lebe ne? und nur 13 Mal die Woche irgendwie Trauben esse und nicht irgendwie 14 Mal oder so. Ne? Also ähm, dieses System bleibt, kann nur deswegen funktionieren, weil auf dieser Seite hier Ausbeutung passiert, weil der Mehrwert nicht zurückgeht an die Menschen, die ihre Arbeit ähm, rein investieren. Ja. Ähm, und um dieses ganze System herum entstehen Institutionen, die es stabilisieren. Das heißt, also, das funktioniert nicht einfach nur so äh, Gott gegeben, sondern da muss eine Struktur drumherum gebaut werden, die das stabil hält, sagt Marx. Was sind diese Strukturen? Das sind sogenannte Institutionen. Er sagt jetzt, Marx sagt jetzt, äh, so ein System wie der Kapitalismus ist inhärent instabil. Es ne? kann nun mal nicht super gut funktionieren, wenn Sie eine Fabrik haben, wo... Sie, äh, 200 Leute irgendwie für mich arbeiten, ich bin der Einzige, der den Gewinn kriegt und ich, ich teile Ihnen in, gut, äh, in gut Art irgendwie Ihre Löhne aus. Ne? Das bleibt nicht auf Dauer stabil, weil irgendwann fällt Ihnen auf, hey, Moment mal, warum kriegt der eigentlich den ganzen Gewinn? Wir könnten doch selber ne, die Fabrik übernehmen und die Profite an uns selber ausschütten. Ja? Das ist also ein, ja, ich weiß, Daumen hoch. Ne? Ähm, das heißt also, äh, was das System braucht, was zusätzlich ist, um stabil zu bleiben, ansonsten würde das in sich zusammenbrechen. Das heißt also, Sie müssen so ein System der Ungleichheit und der Ungleichverteilung, das muss durch Institutionen legitimiert sein, sagt Marx. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass der Staat bei Marx dafür da ist, dieses System der Ungleichheit zu legitimieren. Die Tatsache, dass Sie alle vier Jahre mal zum Beispiel zum Wählen gehen dürfen, hält Sie zufrieden. Ja? Ähm, die Tatsache, dass der Staat sagt, ich beschütze Sie hier durch... Die Polizei und die Armee zum Beispiel, ne? die hält sie zufrieden. Ähm, der Staat ist also bei Marx nichts anderes als ein Instrument politischer Herrschaft. Ja? Der Staat ist nichts Gutes in dem Sinne. Der Staat ist etwas, was geschaffen wird von den Unterdrückern, um sie alle unterdrückt zu halten. Ja? Also um das System zu stabilisieren, brauchen sie einen Staat, der es legitimiert. Das kann, dann zum Beispiel, das kann man zum Beispiel so aussehen lassen. Ähm, das ist eine berühmte Karikatur, die Pyramide des kapitalistischen Systems. Äh, kam irgendwann mal aus Russland, äh, kurz nach der russischen Revolution. Es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet in äh, westlichen Ländern. Also das ist hier so kurz nach dem Ersten Weltkrieg ungefähr. Äh, Sie sehen, das ist hier schon mal bearbeitet, weil hier nicht nur auf Englisch äh, die, die Dinge dabei stehen, sondern auch auf Französisch. Und was Sie hier sehen, ist genauso ein kapitalistischer Staat eigentlich. Ne? Und da sagt jetzt zumindest der Verfasser diese Karikatur, der, der kapitalistische Staat funktioniert so, hier unten sind wir alle, ja? wir armen Schweine, äh, we work for all, we feed all. Wir arbeiten für alle und wir, wir füttern alle. Direkt da oben drüber sitzen dann die, ähm, sitzen dann, na, wie sehen die aus? Die sehen aus wie so Großbürger ja? in ihren Frecken, äh, die gerade irgendwie ein Festmahl zu sich nehmen. Und der Untertitel heißt hier We Eat for You, also Wir essen für euch. Total wichtige Funktion in der Gesellschaft. Ne? Wer, soll's, wer soll, soll das auch alles essen? Ne? Ähm, Darüber sehen Sie das Militär. We shoot at you. Äh, Darüber sehen Sie die Religion oder die Kirchen. Ja? We fool you, wir verarschen euch. Ähm, und ganz oben an der Spitze der Pyramide äh, sehen Sie We rule you, die herrschende Klasse der Aristokraten. Ne? Also so sagt zumindest der Verfasser der Karikatur, so ist das kapitalistische System zwingend aufgebaut. Sie sehen hier unten die Leute, die eigentlich die ganze Arbeit machen und die von allen, die oben drüber sitzen in dem Staat, von allen, die den Staat ausmachen, also die Bürger, die Händler, die, die Armee, die, die Kirchen und die, die Staatsoberhäupter, ähm, die sind alle die. Äh, die legitimieren dieses System des Kapitalismus, denn ne, übrigens ganz oben, noch über den Königen, steht das Prinzip des Kapitalismus selbst. Ja? Also so sagt der Verfasser der Karikatur, so sind kapitalistische Staaten organisiert. Ne? Unten die, die alles machen und oben die, die den Mehrwert abschöpfen, gewissermaßen. Ne? Und ähm, die Idee ist natürlich auch, dass die, die, die oben drüber sind, kein Interesse haben, das hier zu ändern. Ne? Die, die, die die Devise haben, we eat for you, ne? Pff, warum sollen die sich, die werden sich nicht beschweren. Äh, we shooted you sicher auch nicht, ne? die sind in der Position der Macht. Äh, we fool you, denen geht auch gut, ne? wenn man andere verarscht und dann die, äh, selbst den, den Mehrwert abschöpft, auch gut. Und natürlich ganz oben die Autokraten haben auch kein Interesse, dass sich das ändert. Ja? Also, das sind so ein bisschen die legitimierenden äh, Institutionen des Staates und das wird hier umgedreht. Ne? Die Armee ist nicht dazu da, zu schützen. Die Kaufleute sind nicht dazu da, den Wohlstand der Nation zu, zu, zu verbessern. Die Kirche ist nicht dazu da, irgendwie Seelenheil zu spenden. Und die, die Staatsoberhäupter sind nicht dazu da, irgendwie Weise zu lenken, sondern die oben nutzen alle die unten aus. Ja? Das, ist die, äh, das ist das Verständnis von einem kapitalistischen System äh, im Marxismus. Gut, ähm, jetzt. Fassen wir das nochmal, systematisieren wir das nochmal ein bisschen, jetzt für unsere, genauso wie wir es bei den anderen Theorien ja auch gemacht haben. Was sind jetzt hier so die Kernannahmen äh, des Marxismus als Theorie? Äh, und vieles davon habe ich schon gesagt, aber jetzt fassen wir das nochmal ein bisschen kurz, äh, kürzer zusammen. Also wichtig im Marxismus ist eben, das internationale System ist gekennzeichnet durch die kapitalistische Produktion. Ja, das ist das Kernmerkmal. Alles andere blenden wir erstmal aus. Das internationale System ist nicht primär anarchisch organisiert, sondern das internationale System ist primär ökonomisch organisiert. Und heutzutage heißt es, es ist kapitalistisch organisiert. Ja? Und die, das prägende Strukturmerkmal hier, dessen, wie Staaten miteinander interagieren, ist, dass es hier staatenübergreifende Klassenstrukturen gibt also sprich es zählt nicht so sehr ob sie jetzt belgier österreicher oder deutscher sind sondern es zählt vielmehr sind sie teil derer die äh, arbeiten und andere füttern oder sind sie derer, teil derer die die anderen verarschen? Ja? Also sind sie teil der kapitalisten oder sind sie teil der proletarier? Äh, das ist wichtiger sagt der marxismus für die internationalen beziehungen als andere arten ähm, diese staaten auseinander zu dividieren. einer der gründe warum viele marxisten äh, ein bisschen so die hoffnung verloren äh, so Ende des 19. Jahrhunderts war, dass sie unterschätzt hatten, was für eine starke Kraft der Nationalismus ist. Also zum Beispiel dachten äh, viele Marxisten im Ersten Weltkrieg oder bei Beginn des Ersten Weltkriegs, dass sich jetzt dann in dieser Umwälzung dieses Konflikts die Arbeiter aller dieser Länder zusammentun und sagen, wir wollen aber keinen Krieg und dieser Krieg dadurch beendet wird. Hatten ein bisschen unterschätzt, dass es dann im Kriegsfall offensichtlich immer noch wichtiger war, ob man jetzt halt zu Österreich, Ungarn oder Russland gehörte. Und weniger, ob man jetzt Arbeiter oder Kapitalist war. Anyway, der Marxismus sagt, also staatenübergreifende Klassenstrukturen sind ein prägendes Strukturmerkmal. Ähm, die wichtigsten Akteure hier sind auch nicht unbedingt Staaten ne, und auch nicht irgendwie amorphe Interessengruppen, sondern es sind soziale Klassen, die Proletarier, die Kapitalisten zum Beispiel, also soziale Kräfte, die sich hier, ähm, äh, die sich hier ausleben. Und wie diese Kräfte miteinander in, in beziehungen stehen. Ähm, das kennzeichnet wie das internationale system funktioniert. aktuell, also aktuell zur zeit marx und auch aktuell heute, ne, ist diese beziehung eine der ausbeutung. weil wir kapitalistisch organisiert sind. Ne? das war früher noch mal anders. und was internationale politik auszeichnet ist ein wechsel, ein wandel von Immer an einer Zeit, in der es allen halbwegs gut geht und dann kommen immer wieder Krisen und Einbrüche. Ja? Und diese Krisen und Einbrüche, die entstehen zwingend daraus, weil in diesem System halt irgendwie ein Widerspruch angelegt ist. Also, Sie, Sie erinnern sich noch, ich habe gerade das Beispiel gemacht, wenn ich selber der Fabrikbesitzer bin und Sie alle meine Arbeiter, dann wird es nicht für immer gut gehen, ja? dass ich Ihnen irgendwie nur 9,50 Euro zahle, aber selber mir ständig jede Woche einen neuen Ferrari rauslasse. Ne? Das wird nicht lang gut gehen. Und auch Institutionen, können, sagt Marx, dieses System immer nur bis zu einer gewissen Grenze stabil halten. Und immer dann, wenn diese inneren Widersprüche zu groß werden, dann gibt es große Krisen, die zu Konflikten, Kriegen und ähnlichen Dingen führen können. Jetzt ist der äh, Marxismus als Theorie nochmal ein bisschen was Besonderes. Und äh, in Abgrenzung von anderen Theorien möchte ich jetzt ein, zwei Aspekte vorstellen, die den Marxismus jetzt besonders machen, wenn Sie ihn zum Beispiel mit so etwas vergleichen wie dem Realismus. Ja? Das eine ist, dass der Marxismus eine historisch-soziologische Methodik hat. Was heißt das jetzt? Ähm, Marxisten sind, sind geschichtsbesessen. Also, wenn ihnen ein Historiker verloren gegangen wäre, dann sind sie im Marxismus ganz gut aufgehoben. Also, ähm, Marxisten schauen sich immer langfristige Veränderungen, lange Wellen und andere Rhythmen an im internationalen System. Und inwiefern diese Entwicklungen korrespondieren mit Veränderungen in den sozialen Kräfteverhältnissen in den Staaten. Das heißt, Marxisten, wenn die äh, Dinge analysieren, dann, dann zerlegen die normalerweise die Geschichte in Epochen. Ähm, Marx selbst äh, meinte zum Beispiel, also, und jede dieser Epochen hat dann typische Institutionen und Praktiken. Ähm, äh, bei Marx, für Marx sieht die geschichtliche Entwicklung so aus. Wir fangen alle mal, ne, so in der Steinzeit oder so, äh, oder irgendwo im Busch, fangen wir alle mal an in einem Zustand des primitiven Kommunismus. Also ohne viel, äh, ohne viel äh, Privateigentum, ähm, wo Dinge in einer kleineren Gruppe geteilt werden. Ne? Das sind so, diese, die, so die Jäger- und Sammlerkulturen, können Sie sich vorstellen. Das ist so die Idee von primitivem Kommunismus. Er sagt dann, das ist also die erste Art von ökonomischen Kräfteverhältnissen von Gesellschaften, ne? Alles ziemlich egalitär, alles gehört allen, deswegen primitiver Kommunismus. Eigentlich kein so schlechter Zustand. Das Problem ist nur, dass laut Marx dieser Zustand abgelöst wird von der Sklaverei als ökonomischer Organisationsform. Ja? Und äh, das kommt natürlich mit allen negativen Eigenschaften, die die Sklaverei so mitbringt. Ja? Also deutlich eine deutlich schlechtere Form der Organisation als vorher. Dann sagt Marx, an diese Epoche der Sklaverei schließt sich an eine Epoche des Feudalismus. Da sind sie zwar dann nicht mehr Sklave, aber sie sind zum Beispiel Leibeigener. Ne? Auch nicht super toll, viel besser. Ja? Und an den Feudalismus schließt sich dann laut Marx der Kapitalismus an. Ja? Äh, den habe ich Ihnen jetzt schon ausführlich erklärt. Und nach Marx, wenn wir irgendwann es alle schaffen, nach unserer proletarischen Revolution den Kapitalismus zu überwerfen, dann schaffen wir zuerst einen Zustand des Sozialismus. Ne? Das ist so ein bisschen Kommunismus light, Diet-Kommunism. Äh, und dann irgendwann am Ende den Kommunismus als den, als den höchsten Zustand, den bestmöglichen Zustand dieser ökonomischen Verhältnisse. Ja? Also wenn ein, äh, wenn ein Marxist ähm, irgendwas analysiert, dann versucht er immer, also irgendeinen gesellschaftlichen Zusammenhang analysiert, dann versucht er sich immer erstmal zu überlegen, in welcher Epoche sind wir denn praktisch? Ne? Wie, wie sind denn im Moment die Kräfteverhältnisse organisiert? Wer sind denn hier die Habenichts und wer sind die Habenden? Ja? Wer sind die Ausgebeuteten und wer die Ausbeuter? Ähm, das zweite, was besonders ist am Marxismus, ist, der hat einen emanzipatorischen Anspruch. Das habe ich vorher schon gesagt. Ne? Im Marxismus dürfen Sie meine Meinung haben. Ähm, da dürfen Sie meine Meinung haben, zum Beispiel, dass die aktuellen Verhältnisse geändert werden sollten. Ja? Die Analyse ist im Marxismus nie ein Selbstzweck. Sie können also nicht einfach nur ein, ein unbeteiligter, emotionsloser Wissenschaftler sein, der irgendwie historische Zusammenhänge analysiert mit dem Marxismus. Ähm, sondern sie müssen, äh, sie, sie müssen eine Position beziehen im Marxismus. Ähm, die marxistische Analyse zeigt nämlich im Gegensatz zu anderen IB-Theorien, dass die Welt nicht unabänderlich ist. Erinnern Sie sich daran, äh, im Realismus habe ich Ihnen ein Beispiel gemacht aus dem Peloponnesischen Krieg, 2500 Jahre her. Und die Realisten sagen jetzt, ähm, naja, da herrschen die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie heute immer noch. Also bestimmte Dinge an der Welt sind unabänderlich und können nicht geändert werden. Aus der Anarchie kommen wir nicht raus. Aus dem Sicherheitsstreben kommen wir nicht raus. Das sind alles Dinge, die sind gesetzt und unveränderlich. Der Marxismus sagt, Bullshit. Dinge haben sich schon immer geändert. Die, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind nicht unveränderlich. Denn gerade diese Entwicklung vom primitiven Kommunismus zur Sklaverei, zum Feudalismus und so weiter, das sind alles distinkte Epochen, die eigene Institutionen mitbringen und die eigene Produktionsverhältnisse bedingen. Das heißt also, die Welt unterliegt historischen Veränderungen. Die Welt kann sich ändern und die Welt muss sich ändern. Wenn Sie im Kapitalismus sich im Moment befinden, dann ist es Ihre Aufgabe als ordentliche marxistische Analytin, dass Sie daran arbeiten, dass sich dieser Zustand der Welt ändert. Ja, nämlich hin zu Sozialismus oder Kommunismus. Ähm, das schöne Zitat von Marx, das kennen Sie sicher auch in seinen Thesen über Feuerbach, ne? und er grenzt sich dadurch ab von den Philosophen, also denen, die jetzt zum Beispiel über Politik nur so abstrakt nachdenken, ne? wie ich zum Beispiel, die über Politik nur so abstrakt nachdenken, und er sagt, naja, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Das heißt also, dieser emanzipatorische Anspruch steht im Kern des Marxismus. Sie sind nicht emotionsloser, eine emotionslose Analysemaschine der Welt, sondern sie sollten einsehen, sie sollten sehen, dass es da Ungleichheiten gibt. Sie wissen, worauf die basieren und sie wissen auch, wie die behoben werden können. Und das Dritte, was den, was den Marxismus ausmacht, ist die Totalität. Ähm, das heißt also, dass Marxismus sagt, dass Dinge miteinander verknüpft sind. Ähm, Dinge können nicht einfach in Isolation voneinander betrachtet werden. Sondern die müssen in den Zusammenhängen gesehen werden. Also Menschenrechte nicht nur in Form von, äh, naja, also, warum, welche Menschenrechte gibt es denn jetzt und wo sind die kodifiziert und was für Menschenrechtsabkommen gibt es? Sondern zum Beispiel die Frage, naja, also, warum, haben sich, warum hat sich die Idee von Menschenrechten in einer bestimmten Epoche entwickelt? Warum gab es die Idee von Menschenrechten noch nicht wirklich in der Epoche der Sklaverei? Sondern warum, warum gibt es die erst heute? Was sind hier die, was sind hier die Zusammenhänge? Ja? Und wie hängen Menschenrechte mit Herrschafts- und, und Besitzverhältnissen zusammen? Und ähm, im Marxismus wird also die Aufgabe der Sozialwissenschaften ist, ähm, dass sie untersuchen, welche Praktiken in, zu welchem Zeitpunkt entstanden sind, also als Beispiel Sklaverei, ne, und als Folge welcher Veränderungen ähm, sie, sie, ähm, sie auftraten. Ne? Also wie kamen wir jetzt denn von einer Epoche in die nächste? Gut, das heißt also, und gleich kommen wir mal zur Anwendung so ein bisschen, dann kommen wir von der Abstraktheit ein bisschen weg zu den, hin, zu den konkreteren Anwendungen in den IB-Theorien. Das heißt also immer dann, wenn Marxismus die Dinge anschaut, die wir auch bei den anderen Theorien immer angucken, internationale Kooperation, Konflikte, äh, Institutionen und so weiter, dann fragt der Marxismus immer, inwiefern sind das, inwiefern basieren diese Dinge auf Machtverhältnissen? auf Herrschaftsverhältnissen, auf, auf, auf Ausbeutungsverhältnissen oder inwiefern stabilisieren sie sie? Wir haben gerade schon darüber geredet, inwiefern Institutionen Ausbeutungsverhältnisse stabilisieren. Der Staat ist nur dafür da, dass sie so weit zufrieden sind, dass sie nicht merken, dass sie ausgebeutet werden. Und das primäre Kennzeichen, das habe ich am Anfang schon gesagt, des internationalen Systems ist nicht die Anarchie, sondern die Produktionsweise und die Verteilung der Produktionsmittel. Also, das kapitalistische Produktionssystem ist das charakteristische heute am internationalen System, nicht die Anarchie. Und aus diesen Dingen zusammen, gleich, und aus diesen Dingen zusammen entsteht also ein globales System der Ungerechtigkeit und der Ungleichheit. Ja? Bitte. Wenn wir im die Frage Ihrer Kommilitonin ist, ist es richtig, dass wir, wenn wir im Kommunismus leben, dann brauchen wir keine staatlichen Strukturen mehr? So hat Marx das zumindest angedacht. Ja, also die, die Idee von Marx war, dass der Kommunismus eine klassen- und staatenlose Gesellschaft ist. Der Staat, sagt eher, äh, ich die die, Ausdruck, die er, ich glaube, der Ausdruck, der erwähnt ist, dass der Staat verkümmert. Ähm, sie brauchen den Staat für immer weniger Dinge, wenn Sie in einer kommunistischen Gesellschaft leben. Ne? Ich wollte das jetzt nicht so ausführlich machen, weil klar, es klar ist, das ist eine utopische Vorstellung. Ne? Und wir haben ganz klar noch keine kommunistische Gesellschaft auf der Welt gesehen, vor allem keinen kommunistischen Staat, einen sozialistischen vielleicht schon. Aber im Kommunismus ist die Idee, ne, dass alle für alle arbeiten, dass es kein Privateigentum mehr gibt. Deswegen brauchen sie zum Beispiel den Staat auch nicht zum Schutz dieses Eigentums, weil sie haben ja keins. Ne? Dass sie, nicht, sie werden nicht zu einer Arbeit gezwungen, sie arbeiten halt so, wie sie können. Ja? Sie werden versorgt aus, der, aus dem... Äh, aus dem auf leicht magische Weise entstehenden Pool von Gütern, aus dem sie sich bedienen können. Also da sind ein paar Annahmen mit drin, die so ein bisschen äh, wackelig sind. Aber im Grunde ist das richtig. Marx denkt sich den Kommunismus als eine staatenlose Gesellschaft. Ja? Gut. Denken wir mal über den ersten Theoretiker nach, der das jetzt als echte IB-Theorie gebastelt hat. Und jetzt gibt es gleich ein paar Schaubilder. Fantastisch, nicht so viel, nicht so viel Text. Nämlich Immanuel Wallerstein. Entschuldigung, er, er ist in New York geboren, also deswegen darf ich nicht Wallerstein sagen. Ähm, Wallerstein. Äh, Immanuel Wallerstein ist kein Politikwissenschaftler, sondern eigentlich ein Soziologe. Und der hat in den 70er Jahren äh, die sogenannte Weltsystemtheorie entwickelt. Was heißt das? Ähm, er sagt jetzt, dass die Geschichte ist eine Abfolge von Weltsystemen. Eine Art, wie die Welt organisiert ist, im Sinne ihrer Produktionsverhältnisse. Ja? Ähm, er sagt, dass, äh, die, äh, er macht sich sehr viel Gedanken über Ungleichheit in der Welt. Ja? Woher kommt Ungleichheit und woher kommen Krisen? Und der, der Ansatz seiner Antwort ist, dass er sagt, na ja, also der niedrige Entwicklungszustand von bestimmten Staaten auf der Welt, der ist kein Zufall, sondern der ist Ergebnis ihrer peripheren Position. Ich sage sag gleich noch, was das bedeutet. Wallerstein wendet sich also gegen Theorien, die sagen, ähm, dass Staaten, Entwicklungsländer, ne, da steckt es schon drin, äh, so, ein, so, ein, so ein, ein Wort, bei dem Wallerstein, glaube ich, sehr vorsichtig wäre, ne, nämlich die, also er wendet sich gegen die Idee, dass Entwicklungsländer eben auf dem Weg zur Entwicklung sind. Er sagt vielmehr, stimmt nicht, da entwickelt sich niemand irgendwo hin, sondern was wir da sehen, ist die Unterteilung der Welt in ausbeutende Staaten, und ausgebeutete Staaten. Ja? Also da modernisiert sich nichts, da ist niemand auf dem Weg nach oben, sondern da wird jemand ausgebeutet, das sind Entwicklungsländer, und da gibt es äh, ausbeutende Staaten, und das sind wir. Wie sieht das jetzt aus systematisch? Er sagt also, die Welt gliedert sich zuerst mal in Zentrum und Peripherie. Zentrum, ne, da können Sie jetzt beliebige Staaten einsetzen, die sie, die sie so kennen, als hochindustrialisierte Länder, irgendwie Deutschland, Japan, USA, Kanada, Schweden, Schweiz, was auch immer. Ne. Allen diesen Staaten im Zentrum, sagt Wallerstein, ist gemein, dass sie demokratische Regierungen haben, sie haben einen funktionierenden, mit ordentlich Ressourcen ausgestatteten Wohlfahrtsstaat, sie kriegen hohe Löhne gezahlt und sie sind hochindustrialisiert. Das sind also die Staaten der einen Seite. Und dann haben Sie die Staaten, denen es dreckig geht, die Staaten der anderen Seite, die Staaten der Peripherie, des Randes. Ähm, da können Sie jetzt äh, wiederum andere Dinge einsetzen, zum Beispiel das äh, laut Human Development Index leider am schlechtesten entwickelte Land der Welt, die Zentralafrikanische Republik, äh, aber auch Länder, zum Beispiel wie Venezuela, denen ist allen gemein, dass sie tendenziell nicht demokratische Regierungen haben, dass sie nicht die Ressourcen haben, um wohlfahrtsstaatliche Leistungen bereitzustellen, dass sie Löhne zahlen, dass sie Löhne gezahlt bekommen, die wenn sie Glück haben, ihnen zum Leben reichen und manchmal nicht mal das, erinnern sich an die große Zahl der Menschen auf der Welt, die mit weniger als einem Dollar am Tag umgehen, äh, auskommen müssen und dass diese Staaten kaum industrialisiert sind. Das heißt, Wallerstein sagt jetzt, die Welt gliedert, zergliedert sich heute in Zentrumsstaaten und Peripheriestaaten. Was machen die jetzt miteinander? Die sind natürlich nicht isoliert voneinander, sondern die stehen in einem Verhältnis miteinander. Die Peripheriestaaten, also die, Sie können es Entwicklungsländer nennen, deren äh, Aufgabe ist es gewissermaßen oder deren Geschäftsmodell ist es, dass sie Rohmaterialien, Öl, Diamanten, äh, Kokosnüsse, äh, Palmöl, was auch immer, äh, und an die, die Zentrumsstaaten liefern und billige Arbeitskräfte das, das, das äh, mythenreiche indische Callcenter, ne? das funktioniert natürlich deswegen nicht, weil jetzt irgendwie äh, äh, Menschen in Indien besser am Telefon sind, sondern weil die billiger sind. Ne? Das ist klar. Also die Peripherie liefert an das Zentrum billige Arbeitskräfte. Liefern heißt übrigens nicht, dass die natürlich Menschen hin verschiffen. Das kann auch einfach heißen, dass man irgendwas in dem Peripherieland produziert, weil es da billiger ist, weil die Löhne niedriger sind. Ne? Aber billige Arbeitskräfte und Rohmaterialien. Was macht das Zentrum damit? Das Zentrum schickt diese Rohmaterialien in seine Fabriken, äh, in seine Know-how-Zentren, verarbeitet das in Produkte und Konsumgüter. Also äh, billig ausgedrückt, Öl unten rein, Kühlschränke oben raus. Ja? Ähm, das heißt also, das Zentrum verkauft die Produkte, die es aus den Rohmaterialien, aus der Peripherie hergestellt hat, zurück an die Peripherie. Und vielleicht kommt Ihnen das schon bekannt vor. Das ist ein bisschen so ein ähnliches Ausbeutungsverhältnis zwischen Arbeitern und Kapitalisten. Wir im Zentrum sind die Kapitalisten. Wir kriegen aus der Peripherie die Arbeitskraft und die Rohmaterialien. Wir basteln das in etwas, was mehr Wert ist als diese beiden Dinge zusammen und verkaufen dann den Kühlschrank dahin zurück. Und der Kühlschrank, den wir an, äh, nach Gambia verkaufen, okay, ich weiß nicht, ob wir deutsche Kühlschränke nach Gambia verkaufen. Anyway, nehmen wir mal an, wir verkaufen deutsche Kühlschränke nach Gambia. Dann ist der Kühlschrank natürlich mehr wert als die Rohmaterialien und die Arbeitskraft, die da drin steckt. Ja? Das heißt, hier haben Sie ein Ausbeutungsverhältnis wie zwischen, wie zwischen Proletariern und Kapitalisten. Dieses System, genauso wie ich es vorher mit dem Beispiel mit der, mit der, äh, mit der Fabrik gemacht habe, ne, wo Sie sich nicht lange damit zufrieden geben werden, wenn ich jede Woche mit einem neuen Ferrari ankomme. Dieses System hat so extreme Diskrepanzen, das stellt so ein extremes Ausbeutungsverhältnis her, äh, da, sagt Wallerstein, dass das inhärent instabil ist. Das kann so nicht funktionieren. Die Unterschiede sind zu groß, die Ausbeutung ist zu krass. Ähm, das ist ein zu drastisches System, sagt er. Und Wallersteins Idee ist, ja, die aktuelle Welt ist auch nicht ganz so, sondern die ist ein bisschen anders organisiert, aber das bisschen anders ist jetzt ein Kernpunkt in seiner Theorie. Er sagt jetzt, es gibt nicht nur die Staaten des Zentrums, nämlich uns, und die Staaten der Peripherie, nämlich die ganz Armen, sondern es gibt auch eine Semiperipherie, einen Zwischenzustand. Das sind Staaten, denen es gemeint, dass sie allesamt autoritäre Regierungen haben, dass sie ein paar wohlfahrtsstaatliche Leistungen zur Verfügung stellen, also mehr als gar nichts, aber weniger als wir hier so haben, dass sie niedrige Löhne zahlen, aber nicht die niedrigsten. Und dass sie ein gewisses Maß der Industrialisierung aufweisen. Ja, dass sie also nicht gar nichts haben, sondern irgendwie dazwischen stehen. Was ist jetzt die Rolle der Semiperipherie? Warum ist das hier so wichtig in der Theorie? So wie wir das vorher schon sagten, ähm, was die Peripherie eigentlich direkt an das Zentrum geben kann, sagt Wallerstein jetzt, das verkauft die Peripherie erstmal an die Semiperipherie. Also zum Beispiel verkauft Gambia seine Rohmaterialien nicht direkt nach Deutschland, wo sie dann in Kühlschränke umgesetzt werden, sondern Gambia verkauft seine Rohmaterialien nach China, wo dort Kühlschränke hergestellt werden. Ja? Ähm, äh, das heißt, der, der Kreislauf ist kürzer. Ja? Was macht die Semiperipherie mit den Rohstoffen und den billigsten Arbeitskräften aus der Peripherie? Oh. Ähm, die setzen, die verkaufen Rohmaterialien weiter und stellen ein bisschen teurere, aber immer noch billigere Arbeitskräfte für das, für das Zentrum bereit. Ja, während Sie auf ihrer, Ihrerseits an die Peripherie zurück, halb verarbeitete Produkte und Konsumgüter verkaufen. Deswegen habe ich vorher gestützt. Wahrscheinlich gibt es in Gambia relativ wenig deutsche Kühlschränke. Da steht wahrscheinlich kein Bosch-Kühlschrank rum irgendwie in so einem durchschnittlichen Ort, äh, sondern eher Kühlschränke zum Beispiel aus irgendwie Indonesien oder China, ne? weil die günstiger sind und dadurch vielleicht noch erschwinglich. Das heißt also, Sie haben hier ein System, wo nicht mehr jetzt die Peripherie an das Zentrum liefert und umgekehrt sondern wo die Peripherie an die Semiperipherie liefert und die wiederum an das Zentrum. Das heißt, Sie haben hier ein, ein, eine Gruppe von Staaten, die Semiperipherie, die treten als Ausgebeutete auf gegenüber dem Zentrum. Das heißt, die nutzen wir aus als Kapitalisten in der ersten Welt, aber die treten trotzdem gegenüber der Peripherie als Ausbeuter auf. Das heißt also, die schöpfen der, den Mehrwert gegenüber der Peripherie ab und wir schöpfen den Mehrwert gegenüber der Semiperipherie ab. Ja? Und was jetzt Wallerstein, sag, äh Wallerstein sagt, ist, die, nur das globale System dieser Ungleichheit ist nur deswegen stabil, weil es eben nicht nur die Ärmsten an die Reichsten mit den Reichsten zusammen was produzieren, sondern weil es da einen Zwischenstatus gibt, ein, ein, eine Gruppe von Ländern, da wollen die Armen hin, und da wollen die Reichen nicht hin, ja? also im Sinne von sich hinentwickeln als Land. Und die Existenz dieser Semiperipherie stabilisiert das System. Wenn es das nicht gäbe, dann wären die Differenzen zu krass. Aber diese Semiperipherie, die agiert als Dämpfer im System. Ähm, das ist eine Studie, die ist schon ein bisschen älter, wahrscheinlich sähe das heute etwas anders aus. Ne? Äh, diese drei äh, Leutchen haben sich mal überlegt im Jahr 2000, welche Staaten der Welt gehören denn jetzt zum Zentrum. Zentrum ist hier blau. Welche Staaten gehören zur Semiperipherie? Äh, äh, Violett. Und welche Staaten gehören zur Peripherie? Äh, ich hoffe, dass niemand aus Griechenland im Raum ist, der sich auf den Schlips getreten fühlt. Denn Griechenland würde hier zur Peripherie gerechnet. Das ist vielleicht ein bisschen hart. Ähm, die Karte würde heute also vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ne? Aber das ist so ungefähr, wie sich die Welt vorstellen können. Also die Peripherie interagiert mit der Semiperipherie. Hier zum Beispiel die großen Fabriken der Welt ne, in China oder Indien äh, oder in Südamerika. Und die Semiperipherie, die ähm, interagiert wiederum mit dem Zentrum. Ja? Äh, Sie kaufen hier zum Beispiel im Zentrum, in der ersten Welt, relativ wenig Produkte direkt aus der Peripherie. Wenn das nicht, ohne das jetzt zu flapsig klingen zu lassen, wenn es nicht gerade irgendwie Nüsse oder Bananen sind, dann kaufen Sie eher selten Produkte zum Beispiel, die aus der Peripherie kommen. Wann haben Sie zum Beispiel mal ein Produkt gekauft, was aus irgendeinem Sub-Sahara-Afrika-Staat kam? Ne? Die, die Dinge kommen meistens eben aus der Semi-Peripherie und nicht aus der Peripherie. Das heißt also, das, was bei Marx jetzt ein Ausbeutungsverhältnis zwischen Proletariat und Bourgeoisie ist, also zwischen Arbeitern und Kapitalisten, das übersetzt Wallerstein jetzt in eine ähnliche Pyramide in der Welt, aber er nennt das dann Peripherie. Die, mit der Semiperipherie, die von der Semiperipherie ausgenutzt wird, die wiederum von der, vom Zentrum ausgenutzt wird. Ne? Also eine vergleichbare Theorie, aber mit einem Kernunterschied hier. Gut. Dann kommen wir zur zweiten, ähm, zur zweiten äh, theoretischen Zuspitzung. Äh, ja, Sie haben noch eine Frage zu Wallerstein. Das Wort zunehmend ist wahrscheinlich schlecht. Ich wollte da irgendwas finden, was zwischen hochindustrialisiert und kaum industrialisiert steht. Es sollte also so eine mittlere Industrialisierung äh, ausdrücken. Aber Wallerstein sagt natürlich nicht, dass das statisch ist, das System. Ne? Als guter Marxist sagt er ja, die Welt unterliegt Veränderungen. Ne? Und die Staaten, die zum Beispiel heute Peripherie sind, die müssen nicht für immer Peripherie bleiben. Ne? Aber es ist sehr schwierig, das zu ändern. Ne? Oder wenn wir jetzt meinetwegen mal angucken, werden die Peripherie und die Semiperipherie und das Zentrum im Jahr 1500 waren, dann ist das natürlich eine andere Weltkarte. Ne? Also da, da, sind, da sind Veränderungen, können da vorkommen. Ja? Ja. Also die, die Frage ist hier, ne, das System müsste doch immer noch instabil sein. Das ist es auch. Ne? Also das ist kein, kein stabiles System. Das ist auch immer noch ein Ausbeutungsverhältnis. Ne? Die Idee von Wallerstein ist nur, dieses System hier, das hier, das hält länger, weil es diesen Dämpfer gibt. Das ist so, als hätten Sie zwei, zwei, ähm, zwei Stücke Metall, die sich reiben und statt dass sie sich direkt reiben, haben Sie ein Stückchen Gummi dazwischen. Ne? Das hält auch nicht für immer, aber das hält länger als ein System, das auf extremen Diskrepanzen beruhen würde. Ne? Das heißt, was Wallerstein sagt, ist jetzt, das ist eine, die Semiperipherie stabilisiertes System. Das sollte natürlich nicht sein, stabilisiertes System nicht für immer. Aber das wirkt als Dämpfer. Ein Dämpfer kann auch nicht alles abfangen, ne? aber äh, es kann das System eine Weile äh, stabilisieren. Das heißt natürlich nicht, dass es das ein konfliktloses System ist. Ne? Konflikte gibt es natürlich. Gut, äh, dann kommen wir zum zweiten Theoretiker, äh, den ich Ihnen noch mal ein bisschen näher bringen will. Das ist Robert Cox. Äh, Robert Cox ist ein kanadischer Politikwissenschaftler. Äh, der lange Jahre, über ein Vierteljahrhundert für die International Labor Organization gearbeitet hat, also für die Internationale Arbeitsorganisation, also kein Zufall natürlich, dass hier jemand Marxist ist, wahrscheinlich. Äh, das heißt, er hat lange Jahre in Genf gearbeitet bei der ILO. Sie wissen, die ILO ist eine äh, Tochterorganisation der UN. Ja? Äh, also, er hat da eine Menge Papiere geschrieben und eine Menge Gedanken gemacht. Und bei ihm ist jetzt der zentrale Begriff, den er benutzt in seiner Theorie, der Begriff, um den seine Theorie kreist, ist der der Hegemonie? Was heißt das jetzt? Er sagt, ähm, also er ist ein sogenannter Neo-Gramscianer. Ja? Äh, ja, ich weiß, ich muss es Ihnen einmal gesagt haben. Ja? Gramsci war ein italienischer, äh, ähm, naja, was wie man ihn nennen, Philosoph nicht Denker vielleicht, der in den 1930ern im Gefängnis mal nachgedacht hat darüber, warum denn entgegen der Vorhersage von Marx die erste äh, äh, Ma äh, kommunistische Revolution in Russland ausbrach. Marx sagte vorher, dass die Revolution in einem hochkapitalisierten Land ausbricht. Ja, ist ja auch klar, da sind die Unterschiede am krassesten. Ne? Aber in der Realität brach es eben gerade nicht in zum Beispiel Großbritannien oder Deutschland aus, die Revolution, sondern 1917 in Russland. Ein völlig rückständiges Land mit einer Riesenmenge Bauern, kaum Industrialisierung. Ne? Und Gramsci machte sich im, im Gefängnis Gedanken darüber, wie es sein kann, dass, hier, dass Marx hier Unrecht hatte, vielleicht. Ja? Ähm, was erklärte also, wo Revolutionen entstehen? Ähm, und warum gab es keine Revolution in diesen kapitalistischen Ländern? Ähm, das darüber hat Gramsci sich Gedanken gemacht. Cox hat diesen Gedanken aufgegriffen. Und er sagt, der Grund, warum da keine Revolutionen ausbrechen, liegt in dem Begriff der Hegemonie begründet. Ja? Hegemonie bedeutet also erstmal, das ist eine dominierende Macht- und Herrschaftsstruktur. Und das ist, hat nicht nur eine materielle Komponente. Also in der Hegemonie, für eine Hegemonie zählt nicht nur dazu, ähm, wer hat jetzt die Fabrik, wer hat den Panzer und wer hat den nicht, sondern das hat auch eine äh, soziale, ideologische und eine kulturelle Komponente. Und das ist immer abgesichert von einem hegemonialen Konsens. Was heißt das? Das heißt, wenn die Mehrzahl der Akteure, in einem Land oder im internationalen System die Idee akzeptieren, wie das System organisiert ist. Wenn also es ähm, okay, äh, für eine Mehrzahl der Akteure okay ist, dass es da eine Hegemonie gibt. Ähm, jetzt muss ich kurz erklären, was, was äh, Hegemonie ist oder was sie beinhaltet. Ne? Also was Cox, Cox analysiert wiederum die Weltgeschichte, analysiert Staaten, analysiert das internationale System und sagt, dass er eigentlich immer herausfindet, überall wo er hinguckt, sieht er, dass es eine dominierende soziale Klasse gibt, die überlegene materielle Macht hat. Die hat ähm, das meiste Geld, die meisten Fabriken, die hat die Waffen, was auch immer. Ja? Also eine soziale Klasse sie können die klasse zum beispiel die kapitalisten nennen ne? wenn sie die marxistischen termini benutzen wollen. und er sagt jetzt ähm, diese, diese klasse derer sie sich stellen sich einfach die, die spitze der pyramide vor die ich ihnen vorher gezeigt habe bei der globalen ungleichverteilung ne? das, ist die, das ist die dominierende soziale klasse. wenn mal ihre sorgen darin bestehen ob sie sich jetzt ein oder zwei flugzeuge kaufen äh, dann gehören sie zur dominierenden sozialen klasse. Ne? und was dem natürlich äh, inhärent ist, ist, dass diese Klasse ihren Status nicht verlieren will. Wenn sie mal ganz oben angekommen sind, dann wollen sie die nicht mehr weg. Wenn also eine Klasse es nach oben geschafft hat und geschafft hat, andere soziale Klassen zu dominieren, wie die Kapitalisten, dann wollen die ihren Status absichern. Es reicht aber nicht, dass sie dazu nur materielle Mittel einsetzen, sagt jetzt Cox. Es reicht nicht zum Beispiel, dass sie einfach ihre Arbeit ein bisschen besser bezahlen. Cox sagt jetzt, hier passiert was perfideres. Die herrschende Klasse, die benutzt jetzt staatliche und überstaatliche Institutionen, um ihre Ideologie durchzusetzen. Das heißt, es reicht der herrschenden Klasse der Kapitalisten nicht, dass sie sie einfach bestechen gewissermaßen, sie als proletarische Arbeiter, sondern die benutzen staatliche Strukturen, damit sie auch glauben, dieses System sei okay so. Also so ein bisschen, das ist so eine bisschen so eine Brainwashing Idee, Also die, die staatlichen Institutionen sollen Sie davon überzeugen, dass, das, dass die Art, wie das System aktuell organisiert ist, die richtige Art ist. Dass Sie nicht in Frage stellen, warum zur Hölle Bill Gates über 144 Millionen Euro ausgeben kann, in der Äquivalenz eines Ihrer Snickers. Ja? Dass Sie das nicht in Frage stellen. Das heißt also, Institutionen, Institutionen in einem Staat und internationale Institutionen, die haben einen Zweck, und zwar die Absicherung von Herrschaft. Und das kommt Ihnen vielleicht jetzt so ein bisschen bekannt vor, weil wir das nämlich vorher bei Marx auch schon sagten, wo er meinte, naja, der Staat ist eigentlich ein Unterdrückungsinstrument. Die Idee spinnt Cox jetzt weiter und macht die ein bisschen ähm, äh, detailliert die und überträgt sie auch auf die internationale Ebene. Ja? Das heißt also, ein, ein, ein gutes Beispiel, was wir heute natürlich immer hernehmen können als so eine Ideologie, als so eine ideologische Absicherung, ist der Neoliberalismus. Die Idee, dass eben die... Die beste Art, äh, dass die beste Art, wie man eine Ökonomie organisieren kann, ein, ein liberaler freier Markt ist, äh, mit Privateigentum, mit wenig staatlichen Interventionen, äh, mit einer Ökonomisierung von, von mehr und mehr Bereichen, ne? also dieser, so eine Art laissez-faire-Kapitalismus. Ne? Dass also diese neoliberale Idee, so müssen, so müssen Ökonomien funktionieren, dass das nicht mehr in Frage gestellt wird. Ja? Also der Neoliberalismus als Idee, so müssen Wirtschaften funktionieren. Die Idee, äh, scheiße Griechenland geht schlecht, die sollen mal sparen. Ja? Das ist erstmal ein ziemlich bizarrer Gedanke, dem man eigentlich nur dann folgen kann, wenn man eben den, dem neoliberalen Credo folgt. Ne? Nachdem mehr Markt die Lösung ist für die Tatsache, dass der Markt versagt hat. Ja? Diese Institutionen dienen also dafür, sagt jetzt Cox, ne? um Herrschaft zu sichern. Wie gesagt, das ist, wie Sie jetzt schon merken aus meiner Erzählung, der Marxismus ist die Theorie der Unterdrückten und Betrogenen. Ja? Und hier finden Sie den Beweis dafür. Das werde ich einfach mal, also ne, immer dann, wenn ein, ein, jemand der Cox-Theorie folgt, jetzt also eine bestimmte historische Epoche anschaut und analysiert, dann schaut er immer, naja, also wie sind die sozialen, wie sind die Kapazitäten verteilt? Was für Staatsformen werden darauf gebaut? Und welche Weltordnungsvorstellungen Ideologie und Ideologien rechtfertigen das. Ja? Er macht zwei Beispiele, wie das funktionieren kann, zwei historische Beispiele. Und zwar redet er, er spricht er einmal über die britische Hegemonie und einmal über, über die amerikanische Hegemonie. Da müssen wir jetzt ein bisschen zurückgreifen, aber glücklicherweise haben wir dazu in der Geschichtsvorlesung ja schon einiges gehört. Er schaut sich jetzt die britische Hegemonie an im langen 19. Jahrhundert. Also, stellen Sie sich vor, so Königin Victoria und so. Ja? Industrialisierung ähm, und die, die britische Hegemonie, die britische Vormachtstellung in der, in der Welt, die basiert materiell erstmal darauf, dass Großbritannien die Seemacht hat, die größte Seemacht ist und die, ähm, und die Meere beherrscht. Ja? Die Hegemonie, das reicht aber nicht aus. Es, reicht noch nicht, es würde die Hegemonie noch nicht stabil halten, wenn sie nur materielle Macht hätten. Cox sagt jetzt, da, gehört noch, da gehören mehr Dinge dazu, um das zu einer echten Hegemonie zu machen und stabil zu halten, dieses Ausbeutungsverhältnis. Er sagt, da gehört auch äh, da gehört, äh, ideelle Macht dazu. Das heißt also, der Gedanke, dass Großbritannien in der Zeit exportiert, äh, dass, dass Großbritannien zu der Zeit den Gedanken exportiert, dass Wirtschaften offen und liberal organisiert sein sollten, dass sie zum Beispiel nicht riesige Zölle erheben sondern dass sie, ne, wie wir das in der EU ja jetzt auch machen, ne, dass sie möglichst ungehinderten freien Warenverkehr haben. Ne. Das, das war eine Idee, die von Großbritannien exportiert wurde in die Welt und die andere Staaten dann so übernahmen. Ähm, auch die Idee ne, mit der unsichtbaren Hand, ja, wie wir es in der letzten, vorletzten Vorlesung hatten, äh, mit der unsichtbaren Hand, die den Markt steuert, ne, auch das eine britische Erfindung, die sich auch weiter auf der Welt ausgebreitet hat. Ne. Diese beiden Ideen, die also aus Großbritannien kamen, die das, groß, die das britische ökonomische System organisierten, die, export, die wurden jetzt exportiert in andere Staaten, die dann auch ihre Produktionsverhältnisse so, so, so einstellten. Institutionen brauchten die Briten hier kaum, weil das vor allem auf Selbststeuerung basierte. Ja? Und Cox sagt jetzt, okay, das, das endete irgendwann. Ja, dieser Zustand der britischen Hegemonie endete irgendwann. Und es gibt eine Reihe von Gründen. Sie können mal ins Lehrbuch gucken, da ist es ein bisschen ausführlicher beschrieben. Aber das, das, eine der Gründe war zum Beispiel, dass die Briten irgendwann nicht mehr die alleinige Seemacht waren. Und dann fiel hier, also die wurden von Deutschland und den USA herausgefordert in der Hinsicht. Und dann fiel plötzlich eine wichtige Säule dieser Hegemonie weg. Da waren die plötzlich nicht mehr die unangefochtenen Herrscher über die See. Sie sehen ja hier, Cox sagt, die Hegemonie endete 1918, also mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Und er sagt, die nächste hegemoniale Phase in der Welt, die begann dann mit dem Aufsteck der USA ab dem, zweiten, ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und jetzt, wenn Sie da mal vergleichen, dann sehen Sie, in beiden Fällen gibt es da eine Hegemonie. In beiden Fällen gibt es da einen mächtigen Staat, der oben drüber steht und der in der Lage ist, andere Staaten auszubeuten. Aber die amerikanische Hegemonie basiert auf anderen Dingen. Die Einmal basiert es nicht nur auf der Vorherrschaft auf den Meeren, sondern auf einer, auf einer allgemeinen globalen Vorherrschaft. Ne? Die Amerikaner sind nicht nur ans Meer gebunden, die sind auch äh, in der Luft und, im, äh, und auf, dem, auf dem Boden vorherrschend. Ähm, die äh, amerikanische ideelle Macht basiert jetzt nicht mehr ganz auf diesem Laissez-Faire-Liberalismus, äh, äh, sondern auf einem wohlfahrtsstaatlichen politischen Liberalismus. Und im Gegensatz zu den Briten brauchen die Amerikaner Institutionen. Cox sagt jetzt, die ganzen globalen Institutionen wie der, der, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank, die sind das Schmiermittel, der Dämpfer, den die amerikanische Hegemonie braucht, um die Ungleichheiten, die in ihr herrschen, zu verdecken. Gut, ähm, jetzt diese, diese beiden, äh, Cox sagt jetzt also, die Geschichte ist eine Abfolge von Hegemonien, die auf unterschiedlichen Arten von Macht basieren, die aber alle nicht nur auf materieller Macht fußen, sondern die alle auch andere Komponenten haben, die zu ihrer Macht beitragen. Und er sagt jetzt also, die, da gibt es also eine... Ja? Ja. <laughs> Danke, ich habe sie doch vergessen, leider, die arme Rosa Luxemburg. Genau. Äh, jetzt müsste ich da leider... Scheiße, jetzt müsste ich irgendwie 20 Folien zurückgehen. Ähm, soll ich es... Nein. <lacht> <lacht> äh, äh, die, also Unterkonsumption bezieht sich bei Rosa Luxemburg darauf, dass sie sagt, ähm, Sie glaubt, sie hatte einen Fehler in der Theorie von Marx gefunden. Und zwar, sie erinnert sich noch an das Schaubild: die Menschen verkaufen ihre Arbeitskraft, dann kommt der Kapitalist. Der Kapitalist kriegt den Mehrwert, aber der Mehrwert geht nicht an die, an die Menschen wieder zurück. Rosa Luxemburg macht die ganz, ganz einfache Beobachtung: ja, Moment mal, wenn der ganze Mehrwert an den Kapitalisten geht, wer kauft denn dann die Produkte? Also in dem Prozess werden ja Produkte erzeugt. Wenn aber der ganze Mehrwert an den Kapitalisten geht, und die Arbeiter nur für ihre Arbeitskraft bezahlt werden, also nur so viel kriegen, wie sie zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft brauchen. Also sie kriegen immer nur so viel bezahlt, dass sie genügend Kartoffeln essen können, dass sie am nächsten Tag wieder in die, in die, in die Fabrik können. Wer zur Hölle kauft dann die Produkte? Das ist Unterkonsumption. Und sie sagt, einer der Auswege aus der Unterkonsumption ist, dass es das kapitalistische Staaten, an, dass Kapitalismus sich ausbreitet, dass diese Produkte also. Ähm, dass der Kapitalismus sich über die eigenen Staatsgrenzen ausbreitet. Das ist ihre Verbindung zu, das war ja der Punkt mit, kapitalistische Staaten brauchen präkapitalistische Staaten. Ne? Das heißt also effektiv, die Produkte kaufen zwar schon die Arbeiter in dem Staat, in dem ersten Staat, aber auf Kosten der Arbeiter in einem ärmer, in einem noch ärmeren Staat, die auch dazu beitragen. Ne? Also dadurch werden praktisch die Arbeiter zu so einer Art Mini-Kapitalisten, die selber einen, einen Teil des Mehrwerts abschöpfen, weil sich der Kapitalismus über die eigenen Grenzen ausbreitet. Ja, also komplizierte Erklärung. Die Idee bei Rosa Luxemburg ist eben, wer kauft den Scheiß? Ne? Das ist die Rosa Luxemburg-Idee. Ja? Gut. Ähm, ja, ich weiß, da würde sich jetzt Rosa Luxemburg wahrscheinlich im Grabe drehen, äh, würde sie das wissen. Aber sie hatte einen Sinn für Humor, also hoffe ich mal, sie, äh, sie nimmt das so mit. Ähm, jetzt sagt Cox, und damit bin ich jetzt auch schon auf der vorletzten Folie. Jetzt sagt Cox also, ähm, wie wir ja sehen, gibt es nicht eine stabile Hegemonie, sondern eine Abfolge von Hegemonien. Ja? Und das heißt, die Welt unterliegt Veränderungsprozessen. Und er schreibt jetzt darüber, was für Folgen, was für Konsequenzen diese Veränderungsprozesse haben und wie die aussehen. Und was Cox jetzt eben sagt, ist, naja, also in der Welt beobachten wir jetzt infolge dieser aufeinanderfolgenden Hegemonien mehrere Dinge. Und zwar mehrere Dinge, die sich allesamt internationalisieren. Einmal internationalisieren sich Staaten, also das heißt, dass, ähm, weil äh, äh, Finanzinstitutionen immer wichtiger werden, wird hier einmal Macht zur Exekutive hin verschoben, sagt er, und innerhalb der Exekutive zum Finanzminister. Wenn Sie sich hier mal mit Wolfgang Schäuble anlegen, wissen Sie, wie schwierig das ist, ja? ähm, dann sagt er äh, zusätzlich zu den zu den Internationalen von Staaten internationalen internationalisieren sich Produktionsprozesse. Das heißt also, Investitionen verschieben sich hier von sogenannten Portfolio-Investitionen. Das ist das, was Sie bei der Bank machen können. Sie geben der Bank 1000 Euro und die legen Sie bei Ihnen, sagen wir mal 500 Euro, okay, nicht ganz so utopisch, ähm, und die legen Sie für Sie in einem Fonds an. Das heißt, Ihr Geld arbeitet zwar für Sie, aber bei einer Direktinvestition da würden Sie mit Ihren 500 Euro direkt einen Sitz im Vorstand einer Firma kaufen zum Beispiel. Das heißt, Portfolioinvestitionen, das heißt, da investieren Sie ohne Kontrolle. Direktinvestitionen, da investieren Sie und Sie haben Kontrolle. Und er sagt jetzt, als Teil dieser sich globalisierenden, internationalisierenden kapitalistischen Welt sehen wir eine Veränderung dahin, dass jetzt die Kapitalisten in den ausbeutenden Ländern Mehr und mehr Kontrolle übernehmen darüber, wie Dinge produziert werden in den ausgebeuteten Ländern. Und was er auch sagt, ist, Klassenstrukturen internationalisieren sich. Ich nehme an, viele von Ihnen, die auf der linken Seite des Spektrums äh, politisch engagiert sind, äh, können mit der globalen Managerklasse was anfangen. Ähm, also er sagt jetzt ein Kernmerkmal dieser sich internationalisierenden kapitalistischen Welt ist es, dass es hier eine, dass sich global so eine Managerklasse rausbildet, die die Institutionen verwaltet, die dieses System stabil halten. Und das ist natürlich deswegen ein, eine, eine fiese Klasse, denn also Sie alle wissen, Institutionen sowohl auf nationaler als auch auf übernationaler Ebene sind nur dazu da, Ungleichheits- und Ausbeutungsverhältnisse zu stabilisieren. Die sind also schlecht. Ja? Das heißt, die globale Managerklasse sind genau die, die dann äh, vom Vorstand von Siemens wechseln zum IWF die dann bei der Weltbank mal arbeiten und die dann irgendwie im deutschen Finanzministerium angestellt werden oder sowas. Ne? Ja. Wäre doch, wäre doch ganz kurz, ganz wir haben noch eine Minute, das können wir auch. Ja, klar, das, äh, ja, das, das würde ich, also die Frage ist, dass, das geht doch parallel mit der Idee, dass man Institutionen braucht, um Kooperation aufrechtzuerhalten. Da würde jetzt ein ordentlicher Marxist sagen: Bullshit. Die, die mögen zwar Kooperation stabilisieren, aber das Einzige, was da eigentlich stabilisiert wird, sind Ausbeutungsverhältnisse. Ne? Die Tatsache, dass da Gambia und Deutschland in der WTO kooperieren können, ist kein ausgeglichenes Verhältnis, sondern stabilisiert nur die Tatsache, dass Deutschland möglichst billig dahin exportieren will und möglichst billig importieren. Möglichst teuer im, äh, dahin exportieren will und möglichst billig importieren. Ne? Gut, also immer dann, wenn sie. Äh, internationale Politik aktuell analysieren, können Sie ganz schön weit kommen mit dem Marxismus, wenn Sie vor allem über Ungleichheit nachdenken und über Ungleichverteilung und wenn Sie viel über Krisen nachdenken. Wesentliche Konzepte sind im Marxismus aber ein bisschen anders besetzt als in anderen Theorien. Anarchie spielt weniger eine Rolle, Hegemonie eine größere und Institutionen sind was Perfides und nichts Neutrales. Gut, damit sind wir für heute fertig. Äh, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche zum Konstruktivismus.